Einen wunderschönen guten Abend an das WTR-Multiversum dort draußen. Hier ist der Frankie wieder mal beim WTR-Tellerrand, ja, beziehungsweise ein Roundtable über den Tellerrand hinaus. Ja, für alle, die sich jetzt fragen, worüber ich spreche. Und der Tellerrand ist das, was mit Wrestling zu tun hat, was nicht World Wrestling Entertainment ist, ja. Und heute haben wir uns wieder mal eine Liga herausgesucht, die bis jetzt relativ selten bei uns im WTR vorkam. Wir haben vor ein paar Wochen schon mal drüber geredet. Da war es das Tournament of Death und heute reden wir über die Cage of Death Veranstaltung. Die Rede ist von Combat Zone Wrestling, ja, also der Ultra-Violent Liga weltweit schlechthin, ja. Obwohl, wenn wir gleich darüber sprechen, kurz vorweg, so ultra-violent war diese Veranstaltung eigentlich nicht. Aber ich möchte jetzt auch nicht alleine sprechen. Ich habe mir wieder hier zwei Experten dazu geholt, die sich unter anderem mit der Combat Zone etwas besser als ich auskennen. Und denen das letztes Mal auch sehr großen Spaß gemacht hat. Ich begrüße zum einen den Jens. Hallo Jens. Ja, schönen guten Abend. Immer wieder hier aus dem Deathmatch Zentrum Deutschlands, dem Prenzlauer Berg. Prenzlauer Berg, ja. Bekannt, denke ich mal. Und ja, ich freue mich auch sehr. Also ich habe auch wieder richtig Lust. Das letzte Mal hat echt richtig Spaß gemacht. Und heute werden wir uns ja über Wrestling sogar unterhalten, glaube ich. Ja, richtig. Es war nicht alles so blutig wie beim letzten Mal. Das stimmt, ja. Tja, vom Latte Macchiato Viertel gehen wir in den nächsten Bereich Deutschlands. Ja, als weiteres begrüße ich den Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Guten Abend und ich komme aus der christlichsten Stadt Deutschlands, also neben Bayern, Lutherstadt Wittenberg. 500 Jahre Luther dieses Jahr. Yeah! Hier werden nicht nur Wrestler irgendwo angenagelt, nein, wir nageln noch Thesen an die Wand. Ja. Oh. Der war spontan und schlecht, Entschuldigung. Nicht schlecht. Okay. Ja, es geht. Ich fand den gut. Sei froh, dass wir hier quasi nur über den Äther reden. Würden wir jetzt hier live sitzen, hättest du schon mal 2 Euro in die schlechte Witze-Kiste reinschmeißen. Naja, es wurde ja in dem Sinne, im Main Event wurde ja auch etwas thesenartiges Papier genagelt an jemand anderes. Da kann man sich auch noch unterhalten, weil ich gar nicht genau erkannt habe, wer das war. Das war Trump, ne? War das Trump? Nee. Ich dachte John Cena. Ich meine, das wäre ein Bild von Trump gewesen. Aber egal, gehen wir besser mal reihum, also durch. So, also der Austragungsort als erstes, ja, das ist die Flyers Skate Zone in Voorhees, New Jersey. New Jersey ist, soviel ich weiß, auch ehemaliges ECW-Gebiet. Sehe ich das richtig? Ja, auf jeden Fall. Ja, also so die Ecke, ne, da war die ECW damals auch verbreitet. Das heißt, sind dort auch die härtere Gangart gewöhnt. Wie ist das mit der Flyer Skate Zone? Ist das eine Halle, die öfters genutzt wird von der Combat Zone? Also da kann ich zum Beispiel, das ist auch die Halle ist sowieso auch so, finde ich, so ein Thema. Also ich kann jetzt zu der gar nicht so viel sagen. Ja. Weil eigentlich im Prinzip, als ich mehr oder weniger ausgestiegen bin mit dem Ende von DJ Hyde, mit dem Anfang von DJ Hyde, war vieles auch noch in der Arena in Philly. Ach so. Mhm. Und Voorhees war, glaube ich, auch schon mal dabei. Ich kann mich jetzt aber nicht genau daran erinnern. Irgendwie, also mir kommt die Halle ziemlich fremd vor. Ich finde die Halle auch nicht besonders gut, muss ich sagen. Also diese Halle hat überhaupt keinen Flair. Die ist viel zu groß. Ich habe zum Teil das Gefühl gehabt, ich sehe mir eine Ring of Honor-Veranstaltung an. Es kann gut sein, dass die ROH diese Halle öfters mal benutzt hat, früher zumindest. Aber sie veranstalten ja auch in diesem Ballroom Blitz, hätte ich jetzt fast gesagt, Hammer Room, wie heißt die? Ja. Hammer Room Stein. Ja. Das ist ja einfach eine fantastische Halle irgendwie und die ja schon von sich aus Flair hat. Ich meine, die Arena, die ECW Arena hatte ja auch in dem Sinne keinen Flair. Ja. Aber der wurde natürlich dann irgendwie generiert irgendwie durch die ECW. Aber also die Halle in Voorhees finde ich dann auch alles abgehangen. Man weiß gar nicht, wie viele Leute da sind. Ich habe jetzt auch mal geguckt bei Genickbruch irgendwie beim letzten Cage of Death letzten Jahres waren tatsächlich irgendwie 1400 Leute. Also 100 Leute weniger als bei ihrem eigentlichen Zuschauerrekord. Also voll sah es trotzdem aus. Ich habe jetzt gerade mal kurz ein bisschen
gecheatet. Ja, also das Ding, die Flyers Skate Zone wird größtenteils, also zumindest in den letzten Jahren, ist die fast ausschließlich von der Combat Zone genutzt worden. Natürlich halt auch der Ableger, WSU. Ja, also die Frauenliga. Ab und zu, ganz selten, war dort mal Evolve zu Gast. Und auch ein Super 8-Tournament von der ECWA fand dort auch schon mal statt. Das war's höchstens. Also okay, also eigentlich ist es eine Eishockeyhalle oder was? Eine Skaterhalle, oder? Ja, oder eine Nee, Eishockey nicht. Na, Skate ist doch. Für mich sah das eher aus nach einem Konzertveranstaltungsort. Na, so. Ich hätte ja gedacht, eine Messehalle oder so, weil so hoch für Konzerte relativ scheiße, viel zu hoch. Auch relativ billig gebaut sieht die aus, relativ schnell hingeschissen, mit einem Wellblechdach, wenn ich das richtig gesehen habe. Also, keine Ahnung, gefällt mir nicht. Ich habe mehrere Shows jetzt da schon gesehen, gefällt mir einfach nicht. Dein Veranstaltungstechniker Herz blutet. Nee, da ist echt mein Fanherz einfach, muss ich sagen. Weil ich habe mir jetzt mal Cage of Death 3 angeschaut, weil ich gerade den Streamer versuche, mich auch wieder in das Thema einzuarbeiten. Ja. Wenn man das so sagen kann. Und die war ja auch, dann ging es ja los mit der ECW Arena in Philadelphia und ich habe es dummerweise relativ kurz davor gesehen. Die ganze Atmosphäre verglichen mit jetzt ist halt wirklich, also es ist jetzt wirklich mau. Also, okay. Und da ist auch tatsächlich so gut, das war 2001, das war natürlich der Übergang, da hat die ECW zugemacht und du siehst halt zum Beispiel auch den ECW-Fan, der aussieht wie der Gitarrist von Faith No More. Ja. Du siehst auch den Head Guy, siehst du auch bei ganz, ganz frühen Shows von CCW, auch du bei They Said It Couldn't Be Done, siehst du den, glaube ich, auch. Also da sind die Überschneidungen, aber letztendlich auch, wenn ich jetzt letztes Mal wieder House of Hardcore gesehen habe, ist die Philly Crowd, glaube ich, immer noch eine ganz andere als die Combat Zone. Zur Crowd, Sebastian, wie fandst du die Stimmung in der Halle generell? Also jetzt mal weniger von der Halle, sondern einfach die Fans, die dort waren. Sehr ausgelassen und stimmig, also die gingen ja ziemlich mit und man merkt halt, dass die CCW Crowd doch schon sehr eigen ist, so wie über ECW damals, also die reagieren doch ziemlich schroff auf Charaktere und so, also da fliegt auch schon mal Klopapier. Das schon, ja. Ich hatte ein bisschen Angst am Anfang, später beim siebten Match, Leo Rush, der Einzug. Ja. Es kamen vereinzelte Boring-Rufe, obwohl ich persönlich das alles andere als Boring fand. Ja. Aber die waren aber ganz schnell wieder still, als das Match losging. Und nachher brüllte die ganze Halle wieder, this is awesome. Ja. Ja. Ja, zumindest anscheinend dann doch halbwegs offene Fans, die sich dann doch mal vom Gegenteil gerne überzeugen lassen. Ne? Also da sehe ich das gleiche wie bei ECW. Wenn du ablieferst, dann kommst du da auch an. Ja. Dann ist es egal, was für ein Gimmick du bringst. Absolut. Sollen wir mal langsam zur Card kommen? Gab es, wisst ihr zufälligerweise, gab es irgendwie noch ein Dark Match, was vorher noch irgendwie stattgefunden hat? Nee, glaub nicht, nee. Also es ist sehr interessant, also laut, ich habe mal versucht, Show-Reports zu finden. Es gibt das CCW-Fansboard nicht mehr. Ja. Was extrem schade ist. Also wer das kennt noch, Junge wurde da ausgeteilt und so. Also das war wirklich vom Feinsten und da hat man wirklich verdammt nahe Informationen irgendwie bekommen können. Ich finde überhaupt nichts. Ich finde, ich habe bei Chicara Forum geguckt, da könnte man früher auch über CCW auch diskutieren, auch das gibt es dort nicht mehr. Über AOH und andere kann man da noch diskutieren und ich habe jetzt irgendwie, vielleicht hätte ich noch länger recherchieren, man findet überhaupt nichts darüber. Und die CCW-Seite als auch die CCW-Studios-Seite gibt darüber keinen Aufschluss. Also demnach nicht, nein. Mhm. Ja, dann generell, ja gut, legen wir mal los. Erstes Match war ein eigentlich geplant als Six-Way-Match, also sechs Teilnehmer, aber es kam noch ein junger Mann dazu, den ich persönlich gar nicht kannte. Die anderen habe ich schon mal irgendwie gesehen. Gehen wir mal durch. A.R. Fox, einer der Teilnehmer, bekannt aus Sebastian. Lucha Underground. Ja, das wird heute noch ein paar Mal kommen, Sebastian. Ja. Ich freue mich schon drauf.
Dann Alexander James, der sogenannte Prinz der Combat Zone. Ne? Habe ich das richtig? Ja, doch, das war dieser mit diesem adligen Gimmick. War ich auch überrascht. Ja. Ein Gimmick. Also wirklich ein richtiges Gimmick bei der Combat Zone. Also wenn man das Tournament of Death nur gewöhnt ist, dann ist man doch etwas überrascht, dass da auch Leute mit richtigen Gimmicks rumlaufen bei der Combat Zone. Dave Christ, also die Christ-Brüder mittlerweile auch nicht nur bei der Combat Zone, sondern generell halt so in Insider-Kreisen, in den Indie-Kreisen in den USA relativ bekannt mittlerweile. Ja? Tim Donst, eben hat der Jens Schrader schon Chikara erwähnt. Tim Donst, ehemaliger Chikara, Fulltime-Roster-Wrestler. Ja. Tony Deppen, den kannte ich nicht. Also, aber im Gegensatz zu seinem Nachnamen, weil ich glaube, der weiß gar nicht, was ein Depp auf Deutsch ist, ist auch egal, war er auf jeden Fall wrestling-technisch überhaupt nicht. Der hat mich überzeugt. Und Zachary Wentz, der ist quasi so ein Sidekick von Dave Christ. Ne? Bei dieser Gruppierung. Wie heißt diese Gruppierung? Scarlet and Graves. Ne? Ja, genau. Ne? Ja, und dann kam noch ein gewisser Jimmy Lloyd als letztes zum Ring und meinte, der Scheiß hier, wie kann das sein, dass ihr mich nicht einsetzt? Obwohl, ich weiß nicht, ob den irgendjemand kannte. Ich kannte diesen Mann gar nicht. Kanntet ihr den schon aus früheren CCW-Shows? Also ich habe mir jetzt ein paar frühere angeschaut, auch davor, um mich da wieder reinzuarbeiten. Und der scheint relativ frisch zu sein. Ja. Ist aber auch schon seit einigen Shows dabei. Also ich könnte mir vorstellen, dass er bestimmt schon ein Jahr dabei ist. Und sein Problem war wohl, dass er wohl mit den Topstars abhängen darf in der CCW. Und dass aber Christ zum Beispiel speziell immer mit, ich glaube, mit dieser komischen anderen Tante oder wo auch immer, versuchen, ihn da runterzuhalten. Und er wollte jetzt sozusagen da ein Statement ablegen und in dieses Match eingreifen und zeigen, wer er ist, dass er halt mithalten kann. Hat er gemacht. Hat er gemacht, ich ja. Hat er auch definitiv gemacht. Ich fand generell auch schon vom Erscheinungsbild her fand ich den schon cool. Ja. Ja, weil man muss sich vorstellen, man hat Dave Christ, halt diesen tätowierten Misfits-Typen, Punk-Metaller da im Ring stehen. Der Rest auch relativ, ja, ich sag jetzt mal gut gebaute, athletische Wrestling-Körper. Ja, und dann kommt Jimmy Lloyd. Ja, ich sag einfach mal, ein echter. Ja. Einfach ein echter Kerl einfach, ja. Wie man ihn, der einen in Wacken über den Weg laufen könnte bei einem Absolut. Metal-Konzert oder einfach auf der Straße, ja. Ein Langhaariger, der gar nicht durchtrainiert ist, der eine Wampe hat, eine Hühnerbrust, egal, ja. Aber dieser Mann hat, dieser unscheinbare oder doch dann wieder auffällige Kerl hat mega abgeliefert in diesem Match. Fand ich. Das war einer der interessantesten Charaktere. Sebastian, was hast du zum ersten Match zu sagen? Also das ist eine Menge, das war ja, also wie man sagen würde, schon so, das war ja schon fast Pro Wrestling Gorilla, also PWG-Niveau, dieses 7-Mann-Match da, was die da abgeliefert haben, das ist ja, da waren ja so viele Sachen dabei, also allein was Zachary Wentz und Dave Price und A.R. Fox so abgeliefert haben und ist ja unglaublich mit den Moonsault, dann mit den Torpedos nach draußen von Vance und dann saßen halt irgendwann vier Leute auf den Stühlen draußen vor der Absperrung. Dann sind sie einfach mal rein rumgetanzt und haben alle mal mitgemacht und dagegen gesprungen und dann, also für ein Öffnungsmatch war das verdammt unterhaltsam und mit sehr, sehr viel Tempo. Die beiden da, die Begleitdamen durften ja auch kurz mitmachen. Mrs. Fox und Britney Black, die wir diesen Abend bestimmt noch öfter sehen werden. Richtig. Genau. Mrs. Fox hat der Britney Black einfach mal auf den Stuhl in die DDT verpasst. Also. Stimmt, das war gegen Ende. Ja, das war am Schluss. Ja. Gegen Ende dann auch DF Christ natürlich dann als Gewinner des Matches gegen Jimmy Lloyd mit seinen Magnitude, ja, was er sein Finishing Move quasi dann. Also das Match, also
schon das Öffnungsmatch, das war so boah, so Mind Explosion, so für Comets und Wrestling. So sieben Mann, ein Ring, wo man sich immer vorstellt, dass das natürlich klar, dass dann immer nur zwei auf einmal auftauchen und der nächste dann kommt. Aber es ging ab actionmäßig, also. Und The Quad war auch Ring, dabei. Der Ring ist ja wesentlich kleiner als ein WWE-Ring. Ja. Oder halt auch, wo man auch schon mal solche Multi-Man-Matches hat, Lucha Underground, die haben auch einen wesentlich breiteren und größeren Ring. Mhm. Ja. Und ich finde aber gerade das hier, die höhere Kunst in so einem kleinen Ring, dermaßen. Wie lang ging das Match? Ich meine schon so 14, 15 Minuten ging das schon. Und man merkt es überhaupt nicht, dass es so lang geht. Ja. Und das Ding dermaßen, also dieses Match dermaßen mit echt geilen Spots zuzuballern, ja, das ist schon eine hohe Kunst. Und das auf so wenig Platz, auf so wenig Raum, der zur Verfügung steht. Jens, du kannst auch noch was ergänzen. Ja, naja, ich bin da so ein bisschen oldschooliger. So. Also ich. Da gibt's so, also es war natürlich für mich ist das so ein Showcase-Match. Also jeder kommt mal rein, jeder zeigt mal, was er kann irgendwie. Ja. Jeder macht mal ja einen schönen Spot irgendwie. Extrem gefeatured wurde AR Fox. AR Fox muss man auch sagen, wirklich in einer blendenden Verfassung. Also ja. Durchtrainiert, fit, Timing. Also schon beeindruckend, AR Fox. Ich fand ich schon immer beeindruckend. Der hat durch Lucha Underground hat er auch nochmal viel gelernt. Hat er nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Weil er war früher auch mal so ein bisschen umstritten. Es gab auch mal Leute, die ihn nicht so gut fanden. Und ich fand ihn eigentlich schon immer ziemlich gut und ziemlich fit. Ich fand, er wurde sehr herausgehoben in diesem Match. Ich fand Tim Dons T-Shirt mal wieder hammermäßig geil. Karma isn't real. Finde ich halt wirklich super geil. Das T-Shirt muss ich mir, glaube ich, irgendwann mal besorgen. Wenn das dann schon gleich wieder so ist, es kommen alle in den Ring rein, zack, bumm, Action, dann alle draußen, dann sind immer nur zwei im Ring, die sich dann immer abgewechselt haben. Das ist halt einfach natürlich, ist es klar, weil das macht Sinn irgendwie, dann kann jeder zeigen, was er kann, aber es ist natürlich immer so schwachsinnig, wenn irgendwie nach einer Aktion fünf Leute draußen im Ring auch erstmal irgendwie eine halbe Stunde sich erholen müssen oder so. Es ist halt klar, es ist irgendwie nicht besser zu machen irgendwie bei sowas halt und es hatte unglaubliches Tempo, es waren echt nette Moves dabei, das kann man nicht anders sagen, auch wieder natürlich so, was ich auch immer so furchtbar finde, ist, wenn sie dann immer alle wirklich minutenlang warten, bis er dann endlich vom oberen Seil abgesprungen ist, um sie dann alle zu treffen. Ja, das ist halt so dieses Spring-Schwang-Sprung, was ich halt nicht so geil finde. Mhm. Es war eine sehr geile Kick-Session. Gegen Ende, kurz vor dem Pin irgendwie, wo sich alle wirklich irgendwie da, also die Ellbogen, die Füße in die Gesichter, aber das fand ich auch während der ganzen Veranstaltung, da haben sich ordentlich Kicks und Punches gegeben. Mit Knien, Fäusten, Vorarmen und Füßen vor allem. Das fand ich schon relativ beeindruckend. Da kam auch das Awesome. Da war das Publikum auch sehr zufrieden. Mir kam es kürzer vor. Ich hätte jetzt gedacht 10 Minuten, aber vielleicht war es wirklich dann doch so. Nee, war länger. Ja. Dann war es vielleicht doch so kurzweilig. Ich habe bisher auch noch keine Matchzeiten gefunden. Ich achte da leider immer beim Gucken noch nicht drauf. Hab da leider aber auch keine gefunden und völlig okay, das Anfangsmatch. Absolut okay. Ich habe auf den Player vom Stream geachtet. Ah ja, okay. Und das waren mehr als 10 Minuten, die da vergangen sind. Ja, dann war es ja wieder gut, dann war es halt tatsächlich kurzweilig. Also mir kam es wirklich kurz vor und wie gesagt, schnell guter Opener, Publikum war warm, alle waren glücklich. Und wahrscheinlich wird eine Fehde von AR Fox mit Dave Christ rauskommen, würde ich mal sagen. Ich glaube, die beiden haben sich am meisten miteinander am offensichtlichsten am Gange. Generell sowieso diese Scarlet and Graves Geschichte, also diese Gruppierung um Dave Christ, ja, wird den Abend noch ein bisschen weiter den roten Faden durchziehen. Wie lange läuft diese Geschichte schon? Ihr kennt euch damit ein bisschen besser aus als ich. Aya Fox ist scheinbar gerade zurückgekehrt. Ja. Aya Fox war scheinbar länger nicht bei der Combat Zone. Das scheint jetzt einfach zu starten. Der war sein erstes Match nach langer Zeit wieder zurück, also mit Mrs. Fox ja auch. Und dann aber Air Fox hat doch auch, Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche. Ach, ja, genau, ja. Der hat letztes Jahr beim Cage of Death auch mitgemacht. Der war im Hauptmatch, im Cage of Death Match war er drin. Aber danach wahrscheinlich nicht mehr. Ja, das kann sein, ja. Was heißt, nach einem Jahr wieder, ja? Kann er hinkommen mit Lucha Underground Aufzeichnung und sowas? Ja. Würde tatsächlich, ich habe den letzten leider noch nicht gesehen, den Cage of Death 17. Der soll auch, hat überall ziemlich gute Bewertungen bekommen. Ich habe nur das Hauptmatch von Cage of Death 17 gesehen. Da war AR Fox mit bei und das Eröffnungsmatch.
Da war Leo Rush gegen Janella. Das war saustark. Aber ja, okay. Dann sind wir wieder hierbei. Ja, kommen wir wieder hierzu. So. Sebastian, hast du noch ein bisschen zu dieser Scarlet and Graves Geschichte? Naja, also das mit Dave Price und CZW, das ist ja so eine Sache, er war vorher mit seinem Bruder Jake Ja. Price, vorher ein Tag-Team, die dann auch ziemlich erfolgreich waren. Dann waren ja auch die Starlight und Graves kommen Desmond Xavier und Zachary Vance, die Ja. kommen ja auch später nochmal und dann hat er die Chronicles gegründet. Es gab auch schon mal The Fellows of Christ, da waren die beiden auch mit dabei, also das ist so, das ist glaube ich so ein bisschen Namenswechsel und sowas, also Ja. er will so ein bisschen dominieren, die CZW mit Titeln und das ist quasi das Heel-Team so ein bisschen sektenartig, so als er Sektenführer mit Britney Blake, die so alles macht, was er will und sein Tech-Team und er dann quasi dazu, also es ist so. Brittany Blake quasi noch als Valet und wahrscheinlich bei WSU noch als Wrestlerin dabei. Und dieser, wie heißt er, JT, Achso, dieser. nein, also JT Davidson. sie hat ja auch gewrestelt. Sie hat ja bei Best of the Best auch gewrestelt. Das hat ja dann später in der Veranstaltung ja auch noch relative Bedeutung. Die ist eine gute Stimmt, ja, Wrestlerin. Die ist eine stimmt, gute du hast Wrestlerin. recht. Ja, sie hat eine Ultimate Opportunity gewonnen. Ja. Woher kennen wir die Ultimate Opportunity, lieber Sebastian? Luciana kommt? Ja! Wir müssen echt mal so einen Tusch einführen oder so. So ein Button, Weil wo Sebastian und ich reden, podcasten immer über Dinge, die nichts mit Lucha Underground zu tun haben, aber per Zufall sind dann immer Akteure von Lucha Underground mit dabei. Match 2 war? Nee, Match 2 glaube ich nicht. Erst ab Match 4 wieder. Ab Match 4, ja, Ja, richtig, stimmt. Match 2 bin ich mir nicht sicher, aber da war nur TNA war. Wenn wir gleich dazu kommen. Match 2 können wir von mir aus gerne zu kommen. Hat noch irgendjemand was zum ersten Match? Nee, das hat jetzt auch sonst nicht mehr viel hergegeben. Ja, aber ansonsten alles richtig gemacht halt. Ne? Ja, Also absolut. um die Stimmung anzuheizen, dass der Laden kocht, dafür war es genau richtig. Und das hat es auch geschafft. Kommen wir zum nächsten Match. Greg Excellent gegen Homicide. Zu Greg Excellent kann ich halt nur sagen, ich habe mir eine Veranstaltung angeschaut vom Anfang 2016 und Greg Excellent hatte ich in Erinnerung als so eine Art Fun-Gimmick, ein bisschen so der lustige, komische Kerl, über den alle lachen können, der auch lustig drauf ist. Ja. Und Greg Excellent hat sich anscheinend gewandelt zu einem sehr ernstzunehmenden Heel-Charakter. Habe ich das richtig verstanden? Naja, also zum einen schon, aber Greg Excellent ist auch schon ewig lange bei der Combat Zone. Ja. Ich würde jetzt mal fast sagen, der müsste im Moment sogar der Dienstälteste sein Ja, ist vom, möglich. vom, vom, vom Roster. Ich weiß gar Möglich, nicht, ja. ob der überhaupt schon mal woanders angetreten ist. Ist Danny Havoc nicht auch schon sehr lange dabei? Danny Havoc, ja, das stimmt, die Danny beiden Havoc auch, ja. sind Ja. wahrscheinlich. Und dann dein Gegner quasi auch, der war doch auch schon. Homicide Also. ist auch schon ganz, ganz alter. Ja, das ist Ja. so wirklich ganz, ganz alte Liga. Also ist bestimmt Ja. schon 10 Jahre oder irgendwas, oder keine Ahnung, dabei. Und er ist ja auch schon ein ordentlicher Brocken, das darf man nicht vergessen. Also er ist halt nicht zu unterschätzen. So. Auch wenn er lustig ist, ist er kein Typ, der zu unterschätzen ist, der ordentlich austeilen kann, auch schon immer. Ja. Ich glaube auch relativ viele Mid-Card-Titel gehalten. Das ist immer so ein bisschen so. Viele Titel tauchen dann bei der Combat Zone noch auf, verschwinden wieder. Früher gab es ja den Iron Man Title und Ja. Oh gab ja. es den Ultra Violent Title und so, das war schon so ein bisschen WWE-artig, also natürlich im kleinen, ganz kleinen Stil, aber da kommen immer welche und ich glaube, da hat er auch so ein typischer Mid-Carder, sehr zuverlässiger Worker, scheinbar auch relativ wenig verletzt, kann mit den Leuten eigentlich ganz gut arbeiten und wirkt auch Deathmatches. Also der hat jetzt auch, Ja. eine der letzten Shows hat er auch in einem Four-Way Deathmatch, das war, wo Jonathan Gresham, glaube ich, den Titel auch gewonnen hat. Das war Down to Sickness. Genau, da haben sie sich auch wirklich und übel gegeben und da hat er richtig ordentlich eingesteckt. Also den würde ich nicht, also den halte ich, ist halt so ein absoluter Fußball, würde man sagen, Allrounder, den kannst du eigentlich auf jede Position setzen. Und ich muss jetzt noch betonen, der Entertainment-Faktor ist bei ihm auch sehr Ja, hoch. ja, ja, ja. Er hält, also ich, diese
erste Show des Jahres 2016. Ich glaube, das ist die Night of Infamy gewesen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Oder Ja, Night of Infamy oder Waken, also eins von beiden. Ja, die beginnt mit einer echt verdammt geilen Promo von Greg Excellent, wo er quasi sagt, so, ich war hier immer der Lustige für euch, aber ich habe die Schnauze voll, ich will hier endlich mal ernst genommen werden. Ja. Und das hat er anscheinend das ganze Jahr 2016 über durch fortgesetzt. Also ich fand es saustark, auch hier, wie er in diesem Match als Heel agiert, echt geil. Ja, auch hier sein Valet Chrissy Rivera, das war eine Mischung. Also für alle, die jetzt also nicht vertraut sind, Greg Excellent ist ein knapp 2 Meter großer, riesengroßer, stark, sehr stark behaarter Mann, der fast... Ein Bär. Ein Bär, würde man jetzt Bär, ja. Ein Bär von einem Mann, also knapp 2 Meter groß, schwabbelig und Rücken, Bauch, alles tierisch behaart. Ja, also ein wenig Tattoos. Ich glaube, gar keine, wenn ich drauf geachtet habe. Also ich wüsste keins. Nee, ich meine, hat tatsächlich kein Tattoo. Und er wrestelt halt klassisch in der Badehose, wie man so schön sagt. Ja. Und sein Valet Chrissy Rivera ist so eine kleine, also allerhöchstens 1,50 groß, würde ich mal schätzen. Ja. Ich kann mal kurz cheaten. Die ist tatsächlich genau 1,50 Meter. Ja. Klar, also ich würde jetzt nicht sagen, sie ist, also dick ist sie nicht, aber sie ist nicht unbedingt die schlankeste, so eine kleine, kompakte Braut. Naja, also amerikanische Verhältnisse für eine amerikanische Frau ist sie normal. Okay. Ja, auf jeden Fall gibt das aber zumindest die zwei nebeneinander, gibt ein relativ skurriles auf Bild. Auf jeden Fall. Ja, sehr unterhaltsam auch, wie die zwei zusammen worken, auch wie Chrissy Rivera immer wieder in dieses Match eingreift. Und ja, kommen wir zur Homicide. Homicide, ein ganz ganz altbekannter, wer mit TNA vertraut ist, die Homicide war ewig bei TNA, bei Ring of Honor eine ganz große Rolle gespielt und auch bei der Combat Zone. Ist das richtig? Immer wieder, ja. Immer wieder mal. Taucht auch seit Jahren, ähnlich wie B-Boy. Eigentlich immer. Aber liefert auch super ab, ein toller Wrestler, wirklich. Also er hat zwar dieses Latino-Motherfucker-Gangster-Hardcore-Ghetto-Posse-Street-Style, Street-Fighter-Gimmick, ja, aber dadurch, also verdammt toller Worker im Ring, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt habe ich bei euren, ihr habt euch schon im Vorfeld ein wenig über diese Veranstaltung unterhalten. Ist es dieses Match, was ihr meint, was für Gesprächsstoff sorgen könnte? Nee. Oder war später erst? Okay. Das war später. Dann am Schluss dieses Matches, also das Homicide verliert, es wird gecheatet. Mhm. Ja. Ein fieser Einroller und am Schluss hat Greg Excellent ein Buttermesser in der Hand und Homicide liegt quasi auf dem Boden, ja, und Greg Excellent schmeißt dieses Buttermesser quasi nochmal vor Homicide hin und Homicide reagiert darauf sehr sauer, als er sich wieder hinsetzt und das Buttermesser hält und stapft sehr sauer quasi in die in den Backstage-Bereich. Ich hab das Ding nicht so ganz verstanden, was da passiert ist. Habt ihr das ein bisschen genauer mitgekriegt? Also könnte ich jetzt auch nicht so sagen. Er wischt sich auch noch mit dem Klopapier, was er zugeworfen kriegt, wischt er sich auch noch mit den Hintern ab. Ich habe mich da auch ganz gefragt, was das mit dem Buttermesser soll, ehrlich gesagt. Vielleicht war das der Fallen Object, mit dem er ihn ausgenockt hat. Das kann sein. Das wäre das eins, weil ich hätte jetzt gedacht, er hat einen Schlagring in der Hand gehabt. Also dieses klassisch aus dem. Ja. Was man aus dem Oldschool-Wrestling halt kennt, er hat in seiner Hose hat er den Schlagring Ric Flair-mäßig, haut ihn raus. Und vielleicht war das Buttermesser auch. Das konnte ich halt eben auch nicht, irgendwie, das wäre jetzt die Einzige, konnte ich ansonsten auch nicht, müsste keine irgendwie, weil damit kannst du ja auch keinem die Stirn aufritzen oder sonst was. Buttermesser ist eigentlich wirklich nur als Beschwerung oder wie auch immer eigentlich. Oder es war eine Anspielung noch auf seine TNA-Zeit, weil die Kommentatoren meinten ja auch, er wäre noch Dixie Carter's Bitch, was ja oder beziehungsweise es ist ja auch gefallen, dass Homicide Dixie Carter's Bitch ist, nur also ein Schlagabtor, vielleicht also so weich, so zart wie Butter geworden ist oder sowas, also so als Metapher.
Das wäre aber ganz schön ausgefuchst für die Kompression, würde ich sagen. Also meinst du, das war so ein Shoot Richtung Homicide? Weil ich hatte den Eindruck, ja, als er sich aufrichtet und zum Backstage-Bereich, dass er nicht Greg Excellent damit meint, sondern die Verantwortlichen von Kompression. Ja, irgendwie so, aber... Gut, was soll denn der Scheiß hier? Wollt ihr mich verarschen? Ja, wahrscheinlich hat das irgendwas, was wir nicht verstehen, vielleicht so ein interner Gag irgendwie und sowas, also... Auf jeden Fall, das war so eine Szene, wo ich mir jetzt nicht sicher war, war das jetzt geworkt oder war Homicide da jetzt wirklich angepisst? Ist mir gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Ich habe mich auch nur gewundert, Messer, keine Ahnung, Arsch abwischen, ja, na klar, die schmeißen in eine Klorolle halt. Ganz, ganz klassisch heelisch halt, ne? Ja, aber kann sein. Aber, ja, wie gesagt, es war ja noch, da war ja TNA noch bei Dick the Carter, hat mich jetzt auch schon geändert. Das war aber auch noch eine Zeit, wo TNA auch durchaus mit der Combat Zone ein bisschen auch zusammengearbeitet hat. Ja, also Loki ne, war ja gleichzeitig dann bei der Combat Zone und bei TNA. Sonjay Dutt unter anderem. Ne. Ja. Aber die sind sich anscheinend doch nicht ganz so grün. Okay. Ich weiß nicht, also das war ja das Ganze hat ja auch bei der Show davor angefangen, wo Greg Excellent ja an den Ring gekommen ist und Homicide irgendwie beschuldigt hat, dass er ja nicht mehr der Alte wäre, sondern dass er irgendwie auch ein schlaffer Sack noch wäre und er würde halt nicht mehr so kämpfen wie er früher, irgendwie so hart und Gangster-Style. Und wenn er dann das nächste Mal irgendwie mit ihm beim Cage of Death im Ring steht, dann möchte er den alten B-Boy, Entschuldigung, ich verwechsel immer, den alten Homicide wieder haben, irgendwie, dass er richtig hart kämpft. Und das war ja die ganze Story. Also manchmal ist es ja bei der Kommission auch wirklich. Dann die Sache schon mit der heißen Federnadel gestrickt irgendwie und das war dann das Ganze. Also das hat ja, soweit ich das sehen kann, gar keine weitere Vorgeschichte, sondern wir packen nochmal den Greg in einen Match beim Cage of Death. Wen haben wir denn noch gerade unterwegs? Der Homicide? Ach, naja, komm, zack, bumm. Muss ich generell sagen, jetzt so als Eindruck von dieser Show, die Kompetition hat einen riesengroßen Roster. Mhm. Ist mir mal aufgefallen. Ja. Und hier, Jens, wo du jetzt die ganze Zeit sagst, B-Boy, ja, Entschuldigung für diesen, so, du hast mir quasi eine Vorlage gegeben. Sebastian, der B-Boy, besser auch anderen Hörern halt auch bekannt als Bale bei Sebastian. Lucha Underground. Yeah! Entschuldigung, Jens, du hast die Vorlage gegeben. Schön, nee, finde ich gut. Danke, dass du uns in diesem Match auch nochmal eine Lucha Underground-Vorlage gegeben hast. Dankeschön, Dankeschön. Also er spricht ja positiv für die Combat Zone, also es freut es mich. Ja, nein, die Veranstaltung möchte ich nachher nochmal fasse ich nachher nochmal im Fazit zusammen. Also fast das ganze Ding hat mich wirklich groß begeistert. Wir haben noch was vergessen. Ich habe dir was notiert. Bevor Match 2 war. War noch eine TMC-Parodie inklusive Parasiten Sexy Parodie von dem neuesten Signing von Combat Zone Wrestling, Jacob Feinstein und seine Freundin Maria Maniac. Ach ja. AKA Mr. und Mrs. CCW. Ja, stimmt. Die Miss-Parodie, also wenn das keine Miss-Parodie von Max Jacob Feinstein war, dann weiß ich auch nicht. Er hat sogar, als er im Ring kam, die Augenfrau gehoben, wie sie Miss. Und Maria Maniac, es könnte eine Anspielung an Maurice, seine Ehefrau da sein, das wirkt sehr mit diesem Klatschportal da, mit Hollywood, mit diesem größenreicher Typ, so der jetzt eine Comic Zone sein, das könnte so quasi so, also entweder ist es eine Kopie von The Miz oder bei Comic Zone Party in The Carter The Miz, also. Diesen Maxwell Jacob Feinstein ist der schon was länger dabei oder ist das jetzt wirklich debütierender neuer Wrestler? Der debütiert. Der kommt, glaube ich, aber auch aus dem Dojo, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber deine Freundin auch, die hat da auch schon, gibt sogar bei YouTube Match mit Fella Sisters und noch einer und dann beziehungsweise mit Maria Maniac dann quasi sowas, gerade mit von Dojo Boss, also das ist so aus dem Dojo von CCW, er und seine Freundin wahrscheinlich dann, da auch gefordert. Dann muss ich aber sagen, dann hält CCW eine Menge, wenn sie ihn wirklich mit so einer aufwendigen Geschichte, auch hier diese Twitter-Einspieler, die sie gebracht haben und Videoclips und alles, dass er mit so einer großen aufwendigen Geschichte debütiert bei der Combat Zone. Und ich fand das auch stark, wie er im Ring stand
Und die Fans buhen und lassen ihn nicht zu Wort kommen, Ja, Wahnsinn, auf schmeißen. jeden Fall, ja. Ja, und er sagt dann auch einfach nichts mehr, sondern er geht einfach raus mit seiner Freundin zusammen. So, ich gehe ja. Jetzt reicht's mir. Ihr seid nicht würdig, dass er meine Stimme hört. Doch, das war, hast recht, Sebastian, das ist gut, dass du uns nochmal daran erinnert hast. Das fand ich auch sehr gelungen. Das war toll. Das war eine Überraschung für einen zweiten Match, wo ich Da dachte, war ich aha. für die Combat Zone wirklich überrascht. Ja, Sports Entertainment, wirklich sehr gut gemacht, toll und aufwendig vor allem, was mich wirklich überrascht hat. Und das bei der Combat Zone. Ja. Kommen wir zum nächsten Match. Hier haben wir jetzt ein Tag Team Match und zwar die Dub Boys, David McCall und Nate Carter gegen Johnny Yuma und Kevin Martinsen. Das Tag Team nennt sich Vernon. Ja, und Johnny Yuma und Kevin Martinsen kommen eigentlich nicht von der Combat Zone, sondern die sind von Championship Wrestling of Hollywood. Ja, Ne? das ist wie, ja. Zu dem Match. Ja, soll Jens ich? fängt an. Okay, ja, also das war ja auch ein Showcase-Match, glaube ich. Das machen sie mittlerweile ja auch scheinbar gerne, scheint ja bei jeder Veranstaltung so zu sein. Und auch für dieses United Wrestling Network. Da habe ich jetzt noch nicht geguckt, was das genau ist. Keine Ahnung, ob das jetzt vielleicht ein Nachfolger von diesem World Wrestling Network ist oder was immer, oder so eine Art Highspot. Konkurrenzprodukt würde ich schätzen. Das klingt Das ja auch World fast so Wrestling Net Network gibt es ja Network. noch immer. Ne? Ja, das klingt aber auch schon, als wenn es auch wieder so ein Streaming-Dienst Ja, wäre. die Ah schießen ja. jetzt aus wie Pilze aus dem Boden. Da habe ich es noch gar nicht geguckt, aber das finde ich ganz interessant irgendwie. Da fand ich, waren doch so ein paar Botches dabei. Wobei ich jetzt nicht sicher war, ob das so ein bisschen so Comedy auch war. Es hat mir jetzt nicht sonderlich zugesagt, das Match. Also es war jetzt irgendwie der Sinn, außer dass man da jetzt zwei Teams vorstellt. Der andere Sinn war auf jeden Fall, natürlich müssen die Dub Boys jetzt gewinnen. Ja. Sonst sieht es bei denen auch scheiße aus. Die haben jetzt die letzten zwei, drei Matches oder so auch was hintereinander verloren. Also wenn man die dann nochmal wirklich aufbauen will und gegen irgendwie einen der Favoritenteams ins Feld schicken will, dann mussten die jetzt gewinnen. Ja. Das haben sie dann auch getan. Es war viel Action, viel, viel Action. Viel vier Mann im Ring, Action. Es gab schon auf jeden Fall so ein paar ganz nette Spots. Von gerade auch von diesem Kevin Mortensen, den finde ich ganz interessant. Ich glaube, den kann man so ein bisschen auf dem Schirm haben. Vielleicht auch so als einzelne Person. Irgendwie der fand ich relativ kräftig, relativ gut in seinen Moves und auch so ein bisschen, aber auch so ein bisschen witzig dabei und auch Charakter. Also da könnte ich mir bei dem anderen Humor, ja, das ganze Gimmick mit Felljacken, ist er schon wieder beim Warlord? Johnny Yuma kann ich nur kurz einwerfen. Johnny Yuma war schon ein paar Mal bei TNA zu sehen. Okay. Bei diesen Destination X-Geschichten. TNA hat ja einmal im Jahr quasi früher jedenfalls eine Veranstaltung gemacht, wo auch Indie-Wrestler dann die Chance hatten, sich mal zu zeigen und zu beweisen. Und diese Shows waren immer so komplett im Rahmen der X-Division. Und da war Johnny Yuma, glaube ich, schon zwei oder dreimal sogar mit dabei. Gut, also ich hatte auch bei dem Match das Gefühl, es war relativ kurz, hätte ich gesagt, 12 Minuten maximal. Es war schnell, kurz, mit viel Action. Wir hatten den ersten Spot. Ich kann mich aber gar nicht mehr so daran erinnern, welcher das war. Aber es war in dem Match auf jeden Fall schon mal der erste Spot allgemein. So richtig, wo man so dachte, aha. Vermin haben sich gut präsentiert. Ich glaube, auch beim Publikum dürfen sie wiederkommen. Ja. Also Fazit, guter Sieg für die Dub Boys, die ich gar nicht so schlecht finde. Ich finde gerade Dave McCall ist, glaube ich, der Große. Ne? Ja. Den finde ich wirklich richtig gut. Der hat auch wirklich ganz schön heftige Tritte am Start und ist auch sehr beweglich. Also den Kevin Mortensen finde ich interessant, den Dave McCall finde ich mit interessant. Women haben sich gut präsentiert, also dürfen wiederkommen. Richtiger Sieg, das war's. Von mir aus. Also das mehr hat das für mich nicht hergegeben, das Match. Okay, ja, ist auch so. Sebastian, für dich noch mal kurz hier, ja.
Und wieder auch im dritten Match. Ja, Kevin Martinsen stellt nämlich bei einer anderen Liga einen Charakter dar, der bald auftauchen wird, ja, der schon leicht aufgetaucht ist, nämlich bei der Liga, na, Sebastian? Lucha Underground. Ja! Mein Gott, das ist ja mein Typ für E-Revival heute. Das Ding verfolgt uns. Ja. Nee, Kevin Martinsen hatte schon einen kleinen Mini-Auftritt bei einem Filmeinspieler bei Lucha Underground. Der hat wohl auch schon Dark Matches gewrestelt. Ja. Der wird jetzt in der dritten Staffel, ich nehme an, im zweiten Teil der dritten Staffel, jetzt ist ja gerade momentan nach 20 Folgen, ist ja ein bisschen Pause, und im zweiten Teil wird er wohl ein bisschen öfters auftauchen. Wir werden den. Ja. Auch als lustiger, bisschen zwielichtiger Typ. Ja, ne? Ja, ja. Ja. Ich muss aber auch sagen, ich habe es gerade erst, ich musste cheaten und habe es dadurch festgestellt, ja. Als ich mir die Veranstaltung hier Cage of Death angeguckt habe, habe ich ihn nicht erkannt. Ja, das passiert uns allen. Also, ja, kommt vor, ne? Ja. Also ich muss sagen, mich haben die Dub Boys irgendwie so abgelenkt. Der eine, der seine Kleidung seiner Freundin hatte mit diesem Pink Emo, das war irgendwie. Es tut mir leid, also es sah irgendwie merkwürdig aus. Ja. Jetzt ist nicht böse gemeint, sowas. Also wir wollen jetzt ja niemanden auf die Füße treten, also wenn er das mag, natürlich, aber so für Ring-Outfit, also ich weiß nicht, dieses komische, schräg ausgeschnitten und so, das war wirklich ein Damentop und auch die Hose hatte so einen leichten Frauenschnitt irgendwie. Also, Dave McCall, ne? Bei dem ja, langen, flachsigen, ne? Ja, das war irgendwie irritierend am Anfang. Ja, aber gerade der hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert dadurch, finde ich. Ja, auf jeden Fall das schon. Aber er prägt sich halt ein durch die Outfits und den pinken Hero. Also das ist schon. Er kann es aber tragen. Ja, ja, das stimmt. Ja. Also bei der Figur, die der Kollege leider hat irgendwie und der Größe und so, irgendwie kann er das sich schon einfach erlauben. Also ich glaube, wenn man dem gegenübersteht und ihm fragt, ob er so ein bisschen weich ist, ich glaube, das macht man nicht. Ja, also das sieht auf jeden Fall besser aus, als ob mit Firma das vertragen würde. Ja, das ist. Also ich habe ihn einfach eingebucht, schriller Vogel, ja, ja, Dennis Vogel. Rodman, weil Dave McCall sieht so aus, als ob er auch ein Basketballer hätte sein können. Ja. Die Assoziation hatte ich tatsächlich auch. Also, ja, ich musste an Dennis Rodman denken. Ja. Vielleicht ist er ein großer Dennis Rodman-Fan. In 19 bei der WWE oder bei WCW wäre wahrscheinlich als Dennis Rodman-Kopie angekommen, als Basketball-Profi mit dem Rodman. Ich fand auch zu den Dub Boys, ich fand die zum Teil noch was grün. Die sind ja auch noch nicht so lange dabei. Allerdings jetzt vom rein optischen her beide einen hohen Wiedererkennungswert. Auch der andere, Nate Carter, mit seinen langen Dreadlocks, ja, und halt durch die Tatsache, der eine lang und schlaksig, der andere was kleiner und kompakter gebaut, ja, dadurch einen sehr hohen Wiedererkennungswert, auf jeden Fall. Yuma und Martinsen, ja, Martinsen halt auch ein lustiger Vogel im Ring. Ja, also der war eher so für die Show-Einlagen auch da in diesem Match. Ja. Ja, ansonsten aber auch nicht verkehrt vorstellen der vier Akteure und hat gut geklappt, kam gut an, Match war okay, weitermachen. Ja. Auf jeden Fall besser als bei Tournament of Death, was wir hatten. Dieses Tech-Team, was wir auch schon alle vergessen haben mit den beiden. Stimmt, ja. Das aber warte einen Moment, war Dale Patricks nicht einer von den beiden? Nein! Nein, das waren dieses Rock'n'Roll, ja, ja. Ich muss nochmal cheaten. Nee, hast recht, ja. Wir haben es schon wieder vergessen, wer es war. Ja, wir haben es schon wieder vergessen. Aber Dale Patricks, meine ich, wäre auch so einer gewesen, von dem wir meinten, so, ja, nee, kein Wiedererkennungswert. Und der stand jetzt, und was ist? Der steht im Main Event später. Ich weiß immer noch nicht, wer es ist. Naja, doch, der macht sich auch. Also der. Doch, jetzt fand ich gut. Jetzt ja, jetzt habe ich mir gemerkt. Ist ja mit Josh Crane, ist ja zusammen die Young Dragons. Ach, der. Ja, ja. Ah, okay. Ich habe es mit Namen und Gesichtern manchmal. Young Dragons. Der Name ist geklaut. Nein. Nein. Nein, es gab bei der WCW gab es auch schon die Young Dragons. Ach so. Ja. Ja. Mit Kas Hayashi, Jimmy Yang
Und wie hieß er nochmal? Unter einer Maske war er da wohl. Mittlerweile bekannt Jamie Noble. Das war ein Dreier-Team. Egal. Schweifen wir wieder zu sehr ab. Kommen wir zum nächsten Match. Wir haben hier einen, den ich noch auch überhaupt noch nicht kannte, Desmond Xavier, den ich auch jetzt mir gemerkt habe, weil der Mann hat mich sehr überzeugt. Desmond Xavier gehört auch zu dieser Gruppierung um Dave Christ, weil JT Davidson begleitet ihn zum Ring. Und er tritt an gegen einen gewissen Herrn namens Shane Strickland und den kennen wir als Killshot aus dem Lucha Underground. Lucha Underground! Und Killshot war einer der besten Charaktere in Staffel 2. Also mit auch mit seiner Stimme. Von denen, die sich im Lucha Underground Dings am besten weiterentwickelt haben. Genau. Ja. Einprägsam und das. Ja. Und Sebastian, da wir gerade hier so im Lucha Underground Ding drin sind, darfst du jetzt auch mal anfangen. Mein Match of the Night: Shane Strickland gegen Desmond Weaver. Also, mich hat das Match komplett überzeugt. Es gab Momente, wo ich dachte, okay, die wollten jetzt. Das ist ja ein Rematch, glaube ich, gewesen von Dawn of the Sickness, ja, die wir beide nochmal antreten wollten. Es hat mich stellenweise, also die beiden haben da also wrestling-technisch, unterhaltungstechnisch neben Spots selber zeigen können. Und was mir aufgefallen ist, es gab eine Anspielung an das Match von Ricochet gegen Will Ospreay bei einer New Japan-Veranstaltung. Ja, bei der Junior Heavyweight, bei diesem Junior, Best of Juniors Turnier. Wo die beiden so dieses unglaubliche Match abgeliefert haben, wo die dann auch draußen bei 9 stehen oder beziehungsweise bei 19 in Japan und dann einfach beide zusammen denselben Move reingemacht haben, haben die beiden ja hier auch kopiert. Ja. Wahrscheinlich zeigen wollen, das geht nicht nur in Japan, sondern auch in den USA. Also die, was die beiden abgeliefert haben, da an Moves und Spots und Gespringe durch den Ring, also das war, also man hat wirklich gemerkt, und dann, man sieht dann auch, dass Shanks wirklich ein Killshot ist, er hat so dieselben Moves, aber das geht wahrscheinlich nicht raus, also das hätte dann auch, also wenn man es nicht wusste, man sieht, dass er Killshot bei Lucha Underground ist, weil er hat auch so dieselben Moves mit dabei und Sprünge und also und Desmond sehen wir auch, also die beiden haben sich da, was die sich da abgeliefert haben, einfach nur um zu sagen, wer Gewinner ist, es war ja kein Titel mit, nein, gar nicht. Die haben ja da eine Show abgeliefert, als ob es da um Tag Team, um World Heavyweight Titel geht oder sowas, einen wichtigen Titel, also wo ich mich dann fragte, was sie von den beiden ab, wenn es nur um Titelmatch geht von allen von beiden. Stimmt. Ja, also. Jens? Also, das dürfte, ich glaube, wenn ich deinen Geschmack einschätze, dürfte dir das jetzt wieder weniger gefallen haben, ne? Weniger als das erste Match. Also, ich muss Sebastian auf jeden Fall erstmal komplett recht geben. Wirklich bärenstarkes Match. Match of the Night würde ich fast auch sagen, irgendwie. Also die haben irgendwie, es war glaube ich Night of Infamy, das Match, das erste, das sie gegeneinander ausgetragen haben und das war auf jeden Fall noch eine Spur geiler, wirklich absolute Empfehlung. Also hier war das dann auch einfach so, dass ich hätte noch, dann fand ich so, was mir dann merke, so echte Wow-Effekte. Mhm. Also der erste Wow-Effekt, war diese Rolle, die sie beide übereinander geschlagen haben im Ring. Also die ich gar nicht weiter beschreiben kann. Das ging einfach zu schnell. Ja. Das war hat so, was von Kung-Fu-Filmen, ne? Ja, also wirklich Wahnsinn irgendwie. Und beide, dann zweite Mal beide machen einen fetten Salto aus dem Ring. Erst Desmond, dann Shane Strickland. Und also das war schon wirklich beeindruckend, was die drauf haben. Und auch Wrestling zwischendurch. Diese Art und Weise halt irgendwie, was im ersten Match noch viel stärker war, die Art und Weise, wie Strickland wirklich aus jeder Situation rauskommt und oder aber auch beide, das man kann das gar nicht so richtig sagen, beide kommen jedes Mal aus, machen einen Konter, einen unglaublichen Konter aus einer Situation, wo man eigentlich denkt, das geht gar nicht. Und das halt eben auch in einer Geschwindigkeit mit einer Dynamik und nahezu fehlerlos, würde ich sagen, irgendwie. Die beiden sind ja aufeinander abgestimmt und scheinen ja auch irgendwie wahrscheinlich auch Buddies zu sein und wo miteinander viel zu trainieren. Also die beiden kommen miteinander klar. Also da denke ich auch wirklich, also wenn die wirklich mal ein Title-Match haben wollen jetzt danach, müssen sie sich erstmal ein bisschen Zeit lassen, weil ich mich dann auch frage, wie sie das machen wollen. Auch und auch Kick-Sessions, ja, die auch zwischendurch immer Kick-Sessions, wo sie sich auch wieder die Füße und die Vorarms um die Ohren hauen. Also das ist schon wirklich
beeindruckend. Da hatten wir dann ja auch mal so ein bisschen Eingriffe in dem Match. Das hatten wir in dem ersten nicht. Da hatten wir Ja, auch obwohl relativ. ich das fand ich, das gefiel mir nicht. Also der Davidson hat das nicht gut gemacht, fand ich. Fand ich auch, hat auch gar keine richtige Bedeutung für das Ja, eben. Match dann Da letztendlich fand ich die gehabt. Das Zusammenarbeit mit Excellent und Chrissy Rivera fand ich viel unterhaltsamer. hatte da auch Sinn gemacht, hat jetzt hier nicht so außer den Sinn, dass irgendwie Shane das vielleicht auch noch wegstecken kann. Ja, also der richtige Sieger finde ich auch mit Shane Strickland, der ist halt doch noch ein Tuck dominanter und irgendwie doch noch ein Tuck krasser, finde ich. Ja, wirklich sehr gut gewählter Zeitpunkt, finde ich auch in der ganzen Show. Das war das genau richtige Match, jetzt genau an dem richtigen Zeitpunkt, weil das davor fand ich nicht so stark. Also muss ich ganz ehrlich sagen, Greg Excellent gegen Homicide fand ich nicht so stark. Das war jetzt wieder richtig schön, da wurde wieder richtig, irgendwie ging es wieder richtig los. Es war, glaube ich, auch relativ lang, würde ich vermuten. Und zum Schluss ist Und es ja auch noch. wieder, es fällt nicht auf. Ne? Also es Und es ist fällt wieder nicht, lang, obwohl lang, aber kurzweilig. in der Mitte ist mir trotzdem aufgefallen, da habe ich aufs Handy geguckt. Da war so kurz mal so ein Augenblick, da guckte ich aufs Handy, dann merke ich, ah, du hast aufs Handy geguckt, naja, okay, guck weiter. Also da war so eine kurze Strecke und zum Schluss war es doch relativ interessant, weil dann Shane Strickland auf Desmond Javier, glaube ich, heißt er, sagt man, glaube ich, Javier, man spricht es, glaube ich, Spanisch aus. Die Kommentare. Kommentatoren haben Xavier Ja? gesagt. Okay. Naja, jedenfalls irgendwie geht er zu ihm hin und macht so und so, was wir immer als den kleinen Peniszeichen machen. Und macht so, so close, glaube ich, sagt er eben so, so close, so Ja. close. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, provoziert er ihn oder es sieht so aus, als wenn er ihn provozieren würde. Ja, Mit das der. Ding soll weitergehen, die Story, nehme ich mal an. Ja. Vermute ich. Ich habe jetzt die nächste Card von der nächsten Show, kenne ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht. Ja. Kann gut sein. Also jetzt hat er zwei Matches gewonnen, glaube ich. Das erste hat er, glaube ich, auch gewonnen. Also würde Sinn machen, das weiterzuführen, auf jeden Fall. Also. Ja, und ganz ehrlich, das wäre ein Grund für mich als jemand, der nicht vertraut ist mit Combat Zone, ja, auch bei der nächsten Show wieder einzuschalten, das, auch sich das nächste Ding wieder anzugucken. Ja. Da haben sie eine wirklich schöne Paarung gefunden. Das kann man nicht anders sagen. Irgendwie die klickt richtig. Dann muss ich halt dazu auch nochmal, gerade bei diesem Match ist es mir besonders aufgefallen, der Wrestling-Stil im Allgemeinen entwickelt sich weiter und gerade diese beiden Wrestler, Strickland und Xavier, das ist quasi das perfekte Beispiel für den aktuellen Stil der letzten 3, 4 Jahre. Ja, auf dem Evolutionsstand des Wrestlings, wo das Wrestling sich momentan befindet. Ja, also es ist ein Vorzeigematch. Wenn man mal später die Geschichtsbücher auspacken will, ja, und wie sich die Stile verändert haben, dann würde ich das Match auswählen, um zu zeigen, so, und um Mitte der 2010er Jahre sah das Wrestling so aus. Dann guckt ihr aber Im auf jeden Fall Stil. noch mal das Match davor an, das erste Match von den beiden. Das werde ich auch, das werde ich tun. Also das, wie gesagt, fand ich persönlich noch eine Ecke stärker und ich glaube, es war sogar auch noch länger. Und da auch ganz wieder, fand ich wieder ganz, ganz typisch, was ich super gut finde in einer Combat Zone, es gibt kein verdammtes irgendwie Nearfall-Festival ohne Ende. Die machen ein solch langes Match mit drei oder vier Falls. Ja. So dieses immer, diese, wo in der WWE war, das mich in letzter Zeit so wahnsinnig aufgeregt hat, immer wieder Nearfall, 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 das ist irgendwann einfach nicht mehr spannend. Es kommt drauf an. Wenn du das wirklich andauernd geboten kriegst, gebe ich dir recht, ist es nicht mehr spannend. Aber zum Beispiel, ja, es Aber gab ja das damit ist doch. Match, worüber 2017 noch immer geredet, auch wahrscheinlich bis zum Ende von 2017 geredet wird, dieses sogenannte 6-Sterne-Match zwischen Kenny Omega und Okada bei New Japan. Okay, allerdings, das Match ging auch 45 Minuten und okay, da hast du einige Near Falls. Und da fand ich es geil.
Da war es geil eingesetzt. Okay, das müssen wir tatsächlich nochmal angucken. Irgendwie, das muss man sich ja sowieso angucken. Ja, führt kein Weg dran vorbei. Führt kein Weg dran vorbei. Absolut nicht. Also Aber. ich, 6 Sterne unterstreiche ich nicht, aber auch hier, auch nochmal hier von mir aus, auch als New Japan Fan, wow. Ja, also was Besseres wird dieses Jahr nicht mehr kommen, sage ich. Ja. Manchmal, wenn man das, wenn die Leute uns das hier hören, ist doch schon Februar, oder? Ja, das ist Februar, richtig. Dann wollen wir jetzt nicht mal sagen, boah, was so überraschend, dass der Typ beim Rumble aufgetaucht ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und der gewinnt auch noch. Was für eine Nein. Überraschung. Nein, unglaublich. Never. This will not happen. Oh, das. Never. I will riot if Kenny Omega takes part in the Royal. Nein, nicht. Das reicht jetzt. Ja. Das wäre wirklich so krass. Wirklich. Ja. Und dann haben wir noch recht. Gottes Willen, um Gottes Willen. Dann dürfen wir nie wieder einen Podcast machen. Nur noch live. Nur noch Ja, live. oder? So, noch irgendwas zu dem Match oder soll man Deckel drauf machen bei dem Match? Nur kaum Deckel drauf machen. Machen wir einen Deckel drauf. Kommen wir zu Match Nummer 5 des Abends. Und zwar ein Tag Team Match. Es ging um den Combat Zone Wrestling Tag Team Titel. Verteidigt wird dieser Titel von The Hit Squad, Dan Muff oder Mafia und sein Partner Monster Mac. Zu The Hit Squad kann man halt sagen, das ist ein Big Man Team, was schon ewig in den letzten 10, 15 Jahren im höheren Indie-Bereich unterwegs ist. Und jetzt sind sie halt momentan bei der Combat Zone eigentlich waren sie schon mal weg vom Fenster. Bei der Combat Zone haben die zwei quasi so eine Art zweiten Frühling für sich entdeckt. Ja, also die sind wieder da und liefern auch ordentlich ab. Und ihre Gegner ist das Team von Angel Ortiz und Mike Drastic, AYFBO. Jens, du als Combat Zoneler, ja. Wofür steht AYFBO? Das weiß ich tatsächlich. Ich auch nicht. Ich habe versucht zu googeln und ich habe nichts gefunden. Vielleicht zur FBI? FBO, FBI? Ja, Ja. keine Ahnung. Also, auf jeden Fall Buchstabensalat. Also. Ja. Es erinnert mich so ein bisschen an so ein bekanntes Lied. EYFBO. Nee, oder so. I. Also, Aber dann das hieß es nicht fandest du jetzt DHS. EYFBO. Das fandest du jetzt EYFBO. Ja, meinst du, das ist auf jeden Fall so ein Hip-Hop-Ding? Ja, die kam ja auch mit Nas und glaub sogar. No Sleep Till Brooklyn. Ne, warte mal, jetzt vor Beastie Boys. Ja. New York City Empire State of Mind, genau. Ich glaube, die kam auf einmal mit ziemlich bekannten Nassong zum Ring. Auf jeden Fall Beispiel kein, letzten. mir ist positiv aufgefallen. Ich habe es nicht unbedingt mit Hip-Hop und Rap. Keiner dieser Mode-Gangster-Rap-Songs, sondern halt richtig krasser alter Straßen-Rap. 90er Jahre Straßenrap von Nest, genau. Kennt Ja. man auch, wenn man letztes Jahr Luke Cage geschaut hat. Bei Netflix. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, Sebastian, dann darfst du noch mal deinen Kommentar zu diesem Match Also ich abgeben. war Und von der während Hit. du redest, muss ich kurz noch meine Katze töten. Okay. Moment. Rede ruhig, mach ruhig. Und in diesem Moment schlägt Frankie Wood aus mit einem Big Arm und gegen die Katze. Die Katze geht in einen Übergriff über. Ach nein, wir reden über der Hit Squad und EYFBO. Also, puh, das Match. Also, ich muss sagen, Hit Squad hat mich überrascht, dass die beiden Jungs für ihr Gewicht doch einiges drauf haben. Obwohl es ging natürlich erstmal draußen los, weil EYFBO wollten noch keine Zeit verschwinden, haben einfach mal gleich um den Ring draußen geprügelt und dann ging es irgendwann rein. Und dann ging es dann auch also richtig, also das hat mich auch überzeugt, das Match, muss ich sagen, weil der Hitspot haben dann doch einiges gezeigt, auch mit diesem Suplex, war es ein Suplex? Nee. Kommt dann, wo alle Viere dann auf einmal so übereinander standen und sich dann in den Ring geschleudert wurden. Ja, Diese Pyramide. ja, diese Ja. Tower of Doom nennt man sowas, glaube Ah. ich. Tower of Doom, genau. Ja.
Art Suplex quasi nochmal nach vorne. Ja, also für die, die nicht wissen, Dan Muff saß quasi auf dem Top Rope in der Ecke. Ortiz und Drastic wollten ihn quasi Double Superplexen. Und bevor sie den Move durchziehen konnten, kam nochmal Monster Mac, stellt sich rein und powerbombt die beiden Suplexer. Und dadurch wird auch sein eigener Partner zum Superplex nochmal mitgerissen. Genau. Spektakuläre Aktion. Ja, auf jeden Fall für die Größe von Hitsquad. Also wie gesagt, die beiden haben ja, also EY, FBO, die haben ja ziemlich Sprünge nach draußen gezeigt mit ihnen drauf. Dann ist draußen ging, also man hat gemerkt, das ist ein Titelmatch und da will jemand gewinnen und der andere will verteidigen. Also die haben sich auch nichts geschenkt und wie gesagt, also Hitsquad dachte ich mir auch so, als die zurückkamen, so, okay, es könnte ein langsames Match werden, aber dafür, dass die beiden am Anfang auch ziemlich stark schon geschwitzt haben, haben sie doch einiges an Leistung gezeigt. Also es hat mich überrascht. Monster Mac mit einem Frankensteiner vom Top Rope runter. Ja, so ein Brocken wie Monster Mac springt einen Frankensteiner. Da war ich auch total baff. Also das war, also muss sagen, so, puh. Also einige Überraschungen schon dabei gehabt jetzt nach beim fünften Match. Ja. Ich noch mal kurz, danach kommst du dran, Jens. Ich muss auch noch mal sagen, ich kannte Angel Ortiz und Mike Drastic überhaupt nicht, also EY, FBO, und die haben mich mega überzeugt bei diesem Match. Das war echt, also ich habe hier richtig mitgefiebert, ja, obwohl ich die zwei überhaupt nicht kannte. Ja, das war geil, das war stark. Auch, ja, nicht nur rein wrestlerisch, selling und working etc., sondern halt auch die Mimik und Gestik von denen. Ja, die haben das einfach, die haben einfach geil ihren Charakter im Ring dargestellt und das kam einfach rüber. Ja, deswegen ich wollte die zwei speziell betonen, weil ich die noch nicht kannte und zu denen was sagen. So, Jens, du bist dran. Ja, also zum einen wieder mal, hat mich wieder sehr gefreut. Es geht, wie Sebastian schon sagt, es geht erstmal wieder raus aus dem Ring. Wir haben erstmal wieder die tolle Guard-Rail-Action die ganze Zeit. Da Hitsquad setzen natürlich schon fantastisch ihre Körper irgendwie als Projektile so ein. Das ist natürlich schon echt immer ganz schön massiv, wenn die auf einen einkrachen. Also das tut einem auch richtig beim Zugucken weh, finde ich. Ich gebe euch da auch vollkommen recht. Ich war auch wirklich beeindruckt, also wie agil die auf einmal sein können, die beiden. Ich habe leider totale Probleme, die auseinanderzuhalten. Bei den anderen aber auch. Das war die ganze Zeit so, aber ich war wirklich... Monster Mac ist ein bisschen dunkler vom Hautfarbentyp. Okay, genau. Dann so habe ich es mir gemerkt, ja. Ja, da habe ich auf jeden Fall, ich habe mir jetzt auch schon mehrere Matches auch von den vorgehenden Shows angeguckt und halt so typische Power, sind natürlich eigentlich so typische Power-Move-Wrestler irgendwie auch wirklich, finde ich, sehr, sehr oldschool. Wie gesagt, in dem Match haben sie da auch echt überrascht, also mit diesem, ich habe mir aufgeschrieben als Pyramiden-Bump, der Frankensteiner, dachte ich auch, alter Schwede, also den hätte ich auch nicht einstecken möchten. Auch der sah auch richtig schön aus. Ja, richtig schön gesprungen, war alles. Ja. Wirklich. Dann war das auch ganz schön, als die beiden, der eine hing von unten in die Ringecke, der andere hing von oben in der Ringecke. Richtig schön rein gesprungen. Das hat auch wirklich einen ordentlichen Impact gegeben, das kann man nicht anders sagen. Dann war es irgendwie vorbei. Das hat mich so ein bisschen erstaunt, dass es auf einmal so plötzlich vorbei war. Mit dem, was war das dann irgendwie? Ich glaube, ein Frog Splash, ein ganz einfacher Frog Splash und von AFBO oder. Ja, EYFBO. EYFBO und dann war das Match erstmal vorbei. Das fand ich dann irgendwie ein relativ krasser Cut, ein relativ unvorbereiteter Sieg auf einmal von AYFBO. Ja, vor allen Dingen, ja, Drastic guckt wirklich, der hatte auf einmal die Tränen in den Augen stehen, also realisiert, ey, ich habe gerade den Titel gewonnen. Ja, also ungefähr. Und da muss ich so, ey, FBO ist natürlich schade, ist jetzt Matze nicht da, könnte bestimmt gut was zu sagen, weil die gehören ja auch zu dieser Faction, diesem Team Pazuzu, die, glaube ich, eigentlich von Beyond, bei Beyond Wrestling auch tätig sind. Das sind halt auch noch, kommen auch noch ein paar andere Leute dazu, das habe ich jetzt leider auch noch nicht alles so ganz recherchiert.
Da kommen die, glaube ich, auch her. Da gehören noch ein paar andere Leute dazu. Aber ich finde auch da nichts über den Namen. Naja, und dann geht es ja weiter, ne? Richtig. Und dann zwar kam ja dann Brittany Blake und wieder mal JT Davidson zum Ring. Und ja, da zu den Hintergründen. Also Brittany Blake hat was gewonnen? Jens? Nee, Jens, du warst gerade noch dran, ja? Ja, nee, aber ich habe den Titel jetzt auch gerade nicht im Kopf, wie der heißt. Ultimate Opportunity war's. Glaube ich. Entschuldigung. Die Ansager, bzw. Kommentatoren meinen, die hatte sie und sie hat auch die Ultimate Opportunity gewonnen gehabt beim Best of the Best. Mhm. Genau. Genau. Und den möchte sie jetzt einlösen, was natürlich eigentlich nur Dave Priest war, weil er möchte ja gerne für sein Tag-Team Scarlet and Graves. Graves und Scarlet? Scarlet and Graves, genau. Ja. Den Scarlet Titel haben, mhm, die dann auch prompt auftauchten und schon mal von hinten EYFBO attackierten. Und im 0, nichts, genau. 5 Minuten später, nee, noch nicht mal 5 Minuten, 3-4 Minuten später. 1 Minute 2 waren vielleicht. Also. Ja, aber da, bis der Gong losging und quasi, ja. Ja. Kurz darauf standen leider nicht mehr EYFBO als Champions, sondern die lagen dann im Ring und neue Champions, Desmond Xavier und Zachary Wentz. Ja, wie seht ihr dieses generell? Also das war was mir nicht so gefallen hat. Das hat was von Koffer einlösen nach Money in the Bank und was weiß ich. Also wie steht ihr zu diesen Geschichten? Naja, also das finde ich ja gar nicht so schlimm. Also an sich so eine Challenges oder Opportunities oder wie auch immer irgendwie die auszurufen, darum zu kämpfen und so, finde ich immer gut. Ist es ja immer gut, wenn irgendein Kampf immer irgendeine Bedeutung hat. Warum sie jetzt diese Opportunity einlösen sollte, damit Scarlett und Graves jetzt die Tag-Team-Titel gewinnen, das ist sowas, wie jetzt nicht so ganz klar wird. Wo da jetzt sozusagen die Priorität liegt, dass sie jetzt das Tag-Team haben will. Oder nicht Dave Christ irgendwas haben will oder gar sie selber, weil sie hat ja das Match selber gewonnen und opfert ihre eigene irgendwie erkämpfte Chance irgendwie jetzt für noch nicht mal für einen Typen, den sie vielleicht liebt oder geil findet, sondern im Grunde genommen auf Ansage von JT Davidson. Ja. Das ist so ein bisschen mau. Das ist so, irgendwie, da kann ich jetzt nicht so, das regt bei mir keine Spannung oder das ist irgendwie ein bisschen komischer. Und jetzt sind Scarlett und Graves, die an sich gute Matches abliefern, natürlich in so einer ganz blöden Heel-Position, wo sie von hinten irgendwie kommen, ganz übel die attackieren. Es sind zwei Moves, die sie machen, ein Moonsault und dann ist der Pin irgendwie, das irgendwie untermauert eigentlich so ein bisschen ihr Können auch auf die Art und Weise, jetzt Titel. Das generiert zwar Heat, aber ich fand jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Heat. So, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das Publikum jetzt wahnsinnig drauf eingeht. Ja. Und da habe ich mir auch irgendwie als kleine Notiz auch so WWE-Booking-Fragezeichen hintergeschrieben. Ja, fand ich auch. Das war so WWE-Booking, wir brauchen jetzt noch eine Storyline. Ja. So ein bisschen Overbooking auch. Yeah. Du hattest einen mega, mega Feel-Good-Moment in dem Augenblick, wo AYFBO den Titel gewonnen haben. Ja. Und dann wird das direkt so eine blöde WWE-Art einfach kaputt gemacht. Ja, das hat mich auch voll gestört. Weil sie AYFBO auch ganz gut irgendwie eingeführt haben, irgendwie so. Und mit ihrem Sieg über die Dub Boys haben sie schon gut präsentiert und Ich hätte sowieso eigentlich, da hätte Squad den Titel nicht verlieren lassen, noch nicht. Mhm. Das hat mich sowieso gewundert. Und warum man das dann auch auf so eine Art und Weise macht, weil die beiden Typen hätten durchaus, weil die sind ein massives Tag-Team, wo man sich wirklich vorstellen kann, dass die schwer zu besiegen sind, diese beiden Ochsen irgendwie so. Und ist ja nun irgendwie, Scarlett and Graves ist ja eher so ein technisches Highflyer, Spring, Sprang, Sprung, wie ihr so schön sagt. Finde ich nicht so wahnsinniges, dominantes Tag-Team. Ich finde,
Aber vielleicht bin ich da auch im Moment noch nicht richtig up to date, aber ich hätte das jetzt nicht so gelöst, auf jeden Fall. Da Ich ist meine Vermutung, dass das Hit Squad den Titel verliert. Das sind ja nicht mehr die Jüngsten, die beiden. Ja, die sind ja auch schon jenseits der 40. Ja, da ist meine Vermutung halt, dass die noch mal für ein paar Monate noch mal einfach so ein Comeback hatten. Ja, dass das vielleicht so ein bisschen Abschiedstour vom Hit Squad ist. Dann haben sie sich aber tatsächlich ordentlich reingelegt, auf jeden Fall in Ja, den Sch natürlich. Die wollten nochmal abliefern am Schluss. Ja, ist ja wahrscheinlich auch noch nicht ganz Schluss, aber ich nehme an, dass da der Grund auch irgendwo. Und natürlich muss man dann, weil der Hit Squad ist ein Team, was relativ over und relativ bekannt in der Indie-Szene in den USA ist. Und ja, da muss man natürlich neue Teams aufbauen. Was man auch mit diesem Match hier auch geschafft hat. Nur halt, ja, der Schluss halt, dass es nochmal ein Cash-In gibt und dass dieses Team, was man gerade wirklich gut aufgebaut hat, ja, so zu screwen und direkt den Titel auf diese Art und Weise verlieren zu lassen, ein paar Minuten später wieder, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Ja gut, man wird natürlich, wenn man, sollte man wahrscheinlich dann einfach eine Fehde draus machen bei denen, ne? Ja, natürlich. Ja. So, dass es zum Eben, Rematch das hat mich einfach kommt. geärgert. Aber vielleicht ist es auch dann in dem Moment auch Kayfabe-mäßig, dass ich mich dann auch da ärgere. Also dann hat es funktioniert. Eigentlich dann alles richtig gemacht. Ja. Ne? Weil obwohl ich AYFBO nicht kannte, habe ich das echt während des Matches und dann auch am Schluss hier echt voll abgefeiert. Das fand ich total klasse. Und die haben mich auch super überzeugt. Und dann passiert das. Ja, und wäre schön, wenn diese Fehde halt weitergeht und die zwei Herren in Grün sich nachher dann doch wieder die Gürtel umschneiden können. Okay, Wer also weiß, bei Awakening haben wir dann die Dub Boys gegen Scarlett und Graves. gut, das war ja abzusehen. Gut, ich hätte jetzt gedacht, das ist YFBO, aber vielleicht es geht jetzt auch FBO, vielleicht machen die jetzt auch wieder weiter bei Beyond und in einer anderen Liga oder so. Vielleicht sind die jetzt auch einfach nur Oder sie, Kurzauftritt oder so. oder das ist halt das nächste, was nach Awakening kommt. Dann wieder dabei. Also, ja. Bei Awakening sieht ziemlich kurz aus. Ja. Und was ich halt auch eine coole Entwicklung generell finde, ist, die Storylines werden ja auch von den anderen Ligen übernommen, ne, wo die sonst Auftritte haben. Zum Teil. Jetzt nicht immer, Okay. aber ja, Verletzungen etc., auch geworkte Verletzungen und so weiter, werden zum Teil im Indie-Bereich von einer anderen Liga dann mit übernommen. Ist mir hier auch bei, ich weiß gar nicht mehr bei was, aber ja, ich glaube, es kommt später noch Joe Gacy gegen Gresham. Wird auch erzählt, dass sich Joe Gacy wohl verletzt hatte, aber bei einem Auftritt in einer anderen Liga, glaube ich. Ah, okay, weil das war, aber kommen wir noch zu, das hatte ich mich auch gefragt, das war mir auch nicht klar. Ja, ich meine, das hatten die gesagt und also die beiden Kommentatoren und deswegen humpelt Joe Gacy auch während des gesamten Matches. Ja, Nee, er aber hatte so eine weit sind wir noch Augenklappe. nicht. Ne? Er hatte eine Die Augen, Augenklappe. genau. Und eine Augenklappe hatte auch noch, richtig. Aber so weit sind wir noch nicht. Jetzt kommen wir zu meinem Match des Abends. Aber und zwar Leo Rush gegen Sami Callihan. Und diesmal darf der Jens anfangen. Nicht? Wir haben was vergessen. Wir haben Wir was haben was vergessen. vergessen? Sami Ja? Callihan. Kennen wir auch von NXT. Oh, Sebastian, stimmt. Als Jeremiah Crane bei Lucha Underground. ja! Echt? Als Solomon Crown war er bei NXT zu sehen. Richtig. Alter und sehr bekannter Hase generell im Indie-Bereich, ja. Genau, ja. Etlich bei Super 8-Turnier von ECW, bei Pro Wrestling Guerrilla super oft angetreten und guter Mann, super Mann. Also ich bin mittlerweile ein großer Sami Callihan-Fan. Jens, du darfst anfangen mit diesem
Match. Ja, also wie gesagt, es gab ein schon mal ein Video, ein Angetease auch bei einer Show vorher. Also da hatte, ich weiß nicht mal gegen wen, Sami Callihan gekämpft hat, und nach dem Kampf kam auch irgendwie ein Schwarz-Weiß-Einspieler. Auch so Mind Games-artig, auch wieder so wirklich klassisches Sports Entertainment. Da wurde halt auch schon mal darauf hingewiesen, dass es da zum Match kommt von Sami Callihan und Leo Rush, aber auch das war es dann sozusagen an Vorgeschichte. Also auch nichts irgendwie, warum jetzt sich Leo Rush, also ich habe es ein bisschen mitgekriegt, sich jetzt gerade Sami Callihan aufsucht, warum da ihm das Video zu zeigen oder ihn in Angst zu versetzen. Er hat es halt getan. Ja. Sehr starker Entrance auf jeden Fall von Leo Rush, finde ich auch ganz, ganz hervorragend. Gute Musik, Painted Black, Original von Rolling Stones, hier in einer Coverversion von einer Frau oder Bands namens Ciara, keine Ahnung. Ich hätte hatte was von Evanescence, aber so richtig nicht, ja. Ich hätte, das Original würde es besser bringen. Also das Original würde, finde ich, satanistischer rüberkommen, wo ich mir dann auch eh gerade so ein bisschen frage, wie ist das Gimmick? Ist er Satanist? Ist er ein Untoter? Er ist Voodoo-Priester. Ah, okay, woher weißt du das? Sein Auftreten und seine Begleitung. Ah, okay. Und das, die hat man rein. Er sieht stark aus, so nach Südstaaten Voodoo-Priester aus. Also. Ja, hab ich jetzt gar nicht dran gedacht. Auch der Typ, der ZZ Top Bodyguard, auf jeden Fall, der würde auch, der würde auch gut reinpassen. Da dachte ich, das ist Eric Rowan. Naja, das so ganz so breit war er dann, glaube ich, doch. Ja, stimmt. Also es müsste ein Voodoo-Priester sein, so wie sein Auftreten ist. Also ja, das kommt gut hin. Ja, Voodoo für diesen Herzaufmalung da, das auch so schwarz wird, so zu seinem Hals. Also. Ja, das mit dem Hals hatte mich halt auch so ein bisschen an so Zombie eigentlich auch erinnert. Also. Aber ich finde Voodoo-Priester finde ich auch gut. Das passt dann auch mit der Frau gut, finde ich. Die, seine aber jetzt Begleitung. Nicht so ein Papa-Shango-Voodoo-Priester. Ja. Nein, böse. Man aus alten Filmen kennt, sondern halt sehr modern alles aufgemacht. Ja, ganz düster und böse, ganz ja. Böse. Ja, ganz übel. Und wie gesagt, die Frau auch sehr, sehr schöne Frau. Lustigerweise ist die Frau genauso groß wie er. Naja, egal. Neil Rush ist klein. Er ist klein, aber dafür auf jeden Fall ganz schön austrainiert. Ich glaube, er hat auch schon wieder auch zugelegt. Also der wird wahrscheinlich auch das andere, ein oder andere Mittelchen, denke ich mal, zu sich nehmen. Ja. Sami Callihan, sehr schön mit der Crazy Cat Maske irgendwie, hat mir sehr gut gefallen. Das habe ich jetzt das erste Mal bei ihm gesehen, diese komische Katzenmaske, kommt aber gut rüber. Und dann nimmt er die Maske runter und hat sich nochmal so Katzenschuhe. Und hat sich dann nochmal so die Peter Chris armseligen Version aufs Gesicht gemalt. Das hätte er sich vielleicht dann doch besser gespart. Nein. Komme ich gleich dazu. Okay, gut. Ich fand es irgendwie, wie gesagt, ich hätte mir das an seiner Stelle dann gespart. Ja, also das finde ich halt, es ist gut, wenn das mal so ein auch mal langsamer Start im Prinzip ist und man sich da mal so ein bisschen Zeit lässt, und das hat man auch getan. Die Mucke von Sammy finde ich jetzt nicht so erwähnenswert. Ich habe mir die, glaube ich, auch rausgesucht irgendwo, aber ich habe mir da nie wieder diese Band angehört oder komische Gothic-Metal- langweilig, egal. Dann geht es natürlich als erstes mal wieder nach draußen. Ach, ich finde es echt wirklich so, dreimal jeder Suicide Dive nach draußen, jetzt muss ich mir extra nochmal notieren. Es ist für die Leute wahrscheinlich im Saal. Ich finde es so ein bisschen immer wieder nach draußen. Ja, und immer auch, dann haben wir auch dieses was jetzt auch dieses neue Element, was man da feststellen kann, die Ringumrundung. Einer sitzt in der Ecke auf dem Stuhl, der andere umrundet währenddessen den Ring, wobei er sich dann aus irgendwelchen Gründen noch unglaublich mehr Schub zulegen kann. Gerne fällt man auch über seine eigenen Beine oder wie auch in diesem Match irgendwie, man haut auch mal zwischendurch einfach mal einen Offiziellen oder Funktionär oder was auch immer von der Liga. Naja, ansonsten auf jeden Fall, ey, krasse Moves, sehr stiffes Match, wieder auch harte Chops, echt harte Chops, Vorarms, auch wirkliche Wow-Elemente, da waren so ein paar, ich glaube, wie heißen die, Sentenbombs oder sowas, was die oder was Spanish Fly, ne? Spanish Fly, ja, genau. Wie ein Belly-to-Belly-Suplex, nur er springt mit.
Und er springt mit und so, wo man auch Ja, jetzt denkt, ey, alter Schwede, also wirklich eine Körperbeherrschung. Ich fand die beiden haben an sich auch eine gute Chemie. Ich finde, die haben wirklich ein hammermäßiges Match abgeliefert. Ich fand das von Shane Strickland und Desmond Xavier oder Xavier, wie auch immer, oder Xavier oder keine Ahnung, fand ich noch ein bisschen stärker. Hier hatten wir ja auch dann nochmal ein bisschen Submission Wrestling. Das hatten wir, glaube ich, bis dato noch gar nicht bei der stimmt. ganzen Veranstaltung. Also es gab jetzt auch einfach mal im Match mal eine Ruhepause. Dieses Match hatte auch einfach mal so ein bisschen Aufbau in sich auch irgendwie mit Höhepunkten, Anfang und das hatte mal so ein bisschen Choreografie und Fluss und war auch extrem unterhaltsam. Auch ein übler Piledriver von Sammy. Halt, nee, warte mal, wer hat denn den geschluckt? Nee, Sammy hat Leo Rush, glaube ich. Package Tombstone Piledriver hat er mit ihm gemacht in dem Ja, Match. Ja. übles Ding, übles Ding. Und auch eine Powerbomb hat er ihm am Anfang, als wir wieder in den Ring gestiegen sind, irgendwie hat er ihm eine Powerbomb irgendwie verpasst, dass ich dachte, Alter, der knallt durch den Ring durch. Also das war schon auf jeden Fall, die haben sich richtig stiff gegeben. Das kann man nicht anders sagen. Ja, ich sehr gut, also ich naja, ich würde schon fast fast so an die 4 Sterne auch gehen bei dem Match. Würde ich sagen. Dann kommt natürlich das Ende. Leo Rush gewinnt. Ich weiß es gar nicht mehr, durch welche Aktion von denen Wieder ist ein da. zweites von diesen Spanish Genau, Fly-Dingern. das Spanish Ohrfeigen Festival, dann gibt es dieses Spanish Fly, dann gewinnt Leo Rush. Auch schwierig mit dem Ding. Jetzt hat Sammy tatsächlich dreimal hintereinander verloren. Ist sowas von over. Beim Publikum wird so abgefeiert von der ersten, vom Entrance bis zum Schluss. Und er zeigt den Leuten den Fuckfinger. Also finde ich gut. Also finde ich, ist tatsächlich so, dass man da sitzt und sich denkt, wow, irgendwie das zu booken, obwohl der Typ sowas von over bei den Leuten ist. Natürlich auch, das ist auch wieder so WWE, natürlich kann man den auch 3 Matches verlieren lassen, ohne dass er wahrscheinlich seine Glaubwürdigkeit und den Zuspruch bei dem Publikum einbüßen lässt. Aber trotzdem krass, also dass er bei der Combat Zone, also Sami Callihan bei der Combat Zone 3 Mal hintereinander verliert. Boah, finde ich schon echt wahnsinnig krass, aber Leo hätte auch nicht verlieren dürfen. Der, ähnlich wie bei, Richtig. vorhin, der hätte auch, der musste jetzt auch gewinnen, wenn er da weiter nach oben will und überhaupt im Indie-Bereich und auch bei der Combat Zone irgendwie vielleicht auch einen Titel, richtigen Titelmatch mal haben will und so weiter. Deswegen ist das schon eine spannende Zusammensetzung vom Booking sowieso, weil es passt natürlich super gut, aber es ist natürlich vom Booking her auch super schwer, weil es eigentlich keinen richtig geilen Sieger gibt, irgendwie, wenn man das auf Langfristigkeit irgendwie ansieht. Aber trotzdem ist der richtige Sieger Leo Rush und Rush, ja. Weil man will, Sammy Callahan ist einer, der ist ganz oben an der Spitze von Combat Zone, Beliebtheitsgrad, Bekanntheitsgrad etc. Und Leo Rush will man im Roster da hinkriegen. Und das ergibt halt durchaus Sinn, dass man ihn dann halt auch einen der Großen schlagen lässt. Und dann halt auch noch, wo es so gut passt. Ne? So aber dass der dann. zwei mysteriöse, unheimliche Typen treffen aufeinander und Leo Rush, der junge Leo Rush, setzt sich durch. Aber dass der dann dem Publikum den Fuckfinger zeigt, das ist schon krass, Booking, finde ich. Das ist bei, also dem Combat Zone Publikum, wow. Ja. Beeindruckend auch die Szene, nachdem er den Leuten den Finger gezeigt hat, geht er dann halt frustriert, verlässt er den Ring. Ja, das ist eine Story. Definitiv ist Story, das ist, Ja, da kommt natürlich, noch ja. was. Ja. Und halt auch dieser Junge, der da am Entrance steht und ihm die ganze Zeit noch den Arm hinhält, klatsch ab, klatsch ab, klatsch ab. Und er geht einfach, lass mich. Ja. Ich meine, das ist zwar nichts Neues, aber ja doch. Für so einen Typen wie Callahan war das schon sehr ja, geil gemacht. Sebastian.
Leo Rush war noch Titel, hatte einen Dub-Titel, nämlich den Wire Television-Titel. Ja. Den hat aber er das verloren. Ist ein Midcard-Titel. Ja, und Down to Sickness im September gegen Joey Janela im Leitermatch, was man auch wahrscheinlich gesehen haben muss, weil die Kommentatoren darauf auch anspielen. Ja. Auf jeden Fall natürlich die Entrance von Leo Rush, wie schon erwähnt, das ist einfach mal Hammer. Also es würde Hammer kommen überall, wo man das machen würde, also mit diesen Schwarz-Weiß-Bildern und mit der Musik und mit dieser Langsamkeit. Das war über 4 Minuten, glaube ich, bis er im Ring war und dann da stand. Also das hatte schon was so Film-Bähler-mäßig, wo er das erste Mal dann bei NXT TakeOver aufgetaucht ist mit Hideo Itama im Tag-Team, wo er dann zeigen konnte, was er drauf hat. Das war so ein Entrance, wo es halt so langsam und die kommen langsam zum Ring geschlichen. Erst kommt deine Freundin, beziehungsweise Ringdame, legt auf diesen Karateanzug die Rose und dann mit noch Amazing Grace und dann schwingt es halt um zu Paint the Black und dann kommt er dann so mit diesem Einspieler, wo er dann langsam immer näher kommt mit so einem Zwischenschnitt und dann immer näher am Bild ist und dann ist er einfach da mit seinem Bodypaint, glaube ich, weil der Rest Tattoos waren, glaube ich, echt mit diesem Herz. Sie hat das Herz direkt mit in der Mitte, so ein bisschen schwarz und bei ihm war es dann so recht am rechten Hals hoch, mit diesen schwarzen Venen sind so ein bisschen rausgepumpt, also. Und dann kam halt, wie schon erwähnt, Sami Callihan mit seiner Katzenmaske. Ich musste lachen. ich meine, also mit einer Katzenmaske im Wrestling-Ring zu kommen, ist schon echt mutig, also. Das muss auch noch funktionieren. Vor allem mit so einer kinderhaften Katzenmaske. Sie hatte ja so ein paar Mund vorher zugenäht, das hat ja so eine Narbe, also das so aufgeschnitten war, aber ja. Also, es war also wirklich, also, es ist halt Sami Callihan, Callihan, ja. Callihan, ja. Callihan. Genau. Ja, ja. Und dann, wie gesagt, schon als erwähnt, also, die haben nichts geschenkt. Draußen natürlich hat er Leo Rush einfach mal in die zweite Reihe geworfen, wo ich dachte, er springt auch nochmal gleich hinterher, wo er sich aber nur von Fans draußen feiern lassen hat, so. Auf der anderen Seite, wo es aussah, als ob er Stage-Diving macht, sowas, so Crowdsurfing. Crowdsurfing, ja. Ja, nach hinten gelehnt, so alle schon so, müssen wir ihn jetzt hier transportieren oder nicht? Und hat sich dann nach vorne gelehnt, also ja, also. Ja, das war ein ziemlich unterhaltsames Match, also. Ja. Und obwohl das mit der Spucke war, nur natürlich wieder so ein bisschen von beiden so, erst Sami Callihan auf seine Hand so für einen Schub, die Hand anspucken, mit so rumwirbeln und dann. Leo Rush auf die Brust hauen, dann Leo Rush spuckt noch einmal ins Gesicht und zeigt auch einmal einen Mittelfinger im Kampf, bevor er da pinnt. Also, es wirkte so, als ob die beiden danach noch nicht fertig sind, also. Ja. Oder, es geht vielleicht auf eine, ja, nicht, ich sag jetzt nicht Tag Team, aber auf eine Verbrüderung der beiden hinaus, aber dann als Heel-Charaktere. Mhm. Das könnte ich mir, das würde auch gut passen. Weil beide ja so ein mysteriöses, auch durchgeknalltes Gimmick haben. Ja. Ja. Der eine ist halt der Voodoo-Priester und der andere ist die Space-Katze, die Psychokatze. Ja, oder? Der Psychopath halt. Ja, ja. Der sich auch ableckt wie eine Katze nach der Spucke. Ja. Also ich, ja, stand ja auch und hat sich erstmal übers Ohr so geputzt, so wie eine Katze. Ja, er hat auch während des Matches hat er auch immer so eine, zwischendurch immer so eine, mit den Händen nach unten so. Ja. Also man muss lassen, er hat also wirklich den Charakter, also das rüberbringen wollte mit diesem irgendwie Partner, sich für so eine halbe Katze halt hat er eins abgeliefert. So. Dann würde ich gerne auch noch mal was dazu sagen. Generell meine ich mit Leo Rush, ich habe dieses Match einfach viel zu spät gesehen, weil mittlerweile haben wir 2017. Hätte ich dieses Match relativ zeitnah gesehen, als es ausgestrahlt wurde, hätte ich zum Entrance des Jahres definitiv, also wäre es bei meiner Endwertung mit drin gewesen, bei der WTR-Endauswertung für den Entrance des Jahres. Ja, ja, das war einfach ganz, ganz großes Kino und damit hätte ich bei einer Combat Zone Wrestling Show niemals gerechnet. Das Ding mit Maxwell Jacob Feinstein war schon hoch, ja, und dann kommt sowas und auch noch so gut gemacht. Vielleicht nicht aufwendig, aber einfach
künstlerisch und stilistisch einfach klasse gemacht. Und auch die Kameras werden schwarz-weiß während des Einzugs von Leo Rush. Ja, dieser langsame Gang von Leo Rush zum Ring, ist ja wirklich einfach nur eine kurze Strecke. Ja, aber er geht fast 10 Minuten, Stimmt, bis er im ja. Ring ist. Ja, ja, und pass auf, Jens, ich bin, was den Musikgeschmack angeht, bin ich da eigentlich voll bei dir. Ich bevorzuge höchstpersönlich für auf dem MP3-Player oder so zum Hören natürlich auch das Original von Painted Black, ja, lieber die Stones, ja. Aber im Zusammenspiel mit den Bildern, die wir hier zu sehen bekommen haben und diesem langen Einmarsch, dieser langsame Gang, war das ultra atmosphärisch harmonisch. Fand ich es sau passend, diese Gothic-Version von Painted Black zu nutzen. Ja, fand ich schon super, super gut ausgewählt und es passte einfach alles zusammen wie Arsch auf Eimer. Auch diese Freundin von Leo Rush oder was immer sie auch da darstellen soll oder Schwester oder keine Ahnung, die dann zu diesem diesen dieses diesen was lag da am Anfang so ein Sein ja Anzug lag sein, da. sein, sein ist das der alte Anzug von Leo Rush gewesen oder der Anzug den er in diesem Video kurz anhatte? Den er eigentlich sonst immer angehabt hatte, auch bei Matches, vor Matches eigentlich. Der kommt gerne im Anzug, in diesem weißen In diesem weißen Ring. Anzug. Ja. Ja, dieser Anzug liegt auf dem Boden und der Trauermarsch, dieser Riesenkerl, den ich für Eric Rowan gehalten, Kenny Dixon oder so muss der heißen, ja, kommt mit dieser schwarzen jungen Frau, die auch noch barfuß in diesem Abendkleid kommt, ja, und sich dann trauernd vor diesen Anzug, der auf dem Boden ausgebreitet liegt, hinkniet und dann Leo Rush im Hintergrund. Steht da schon da, die Musik ertönt, die Kamera wird schwarz-weiß und dieser langsame Einzug, ja, mit diesem Bild, auch mit diesem Videoeinspieler am Anfang, was so ein bisschen geisterhaft aufgemacht war, ja, also quasi Bild wird schwarz, wieder ist er ein Stückchen näher, man sieht diese Straße im Herbst, ja, boah, mir läuft jetzt noch die Gänsehaut runter, ja, das war einfach wow. Ja, und da glaube ich, liebe Gr andere Ligen, ja, guckt euch das an. So macht man das. Genau so. Ja. Und ja, und dann Sammy Callahan kommt in diesem kindlichen, mit dieser kindlichen Katzenmaske zum Ring. Ich musste an Stephen King denken in diesem Augenblick. Es gibt einen Roman von Stephen King, der heißt Das Bildnis. Und da ist das auch so, da läuft der Mörder, der Bösewicht am Schluss in einer Stiermaske durch die Gegend, die eigentlich auch von einem Kind, die er von einem Kinderfest hat. Und gerade deswegen fand ich das so gelungen, dass er auch mit dieser kindlichen Katzenmaske zum Ring kam. Und auch der Augenblick, wo er die Maske abnimmt und dann diese Pussy-Schnurrhärchen hat, ja, was irgendwie auf süß aufgemacht sein sollte. Aber dann dieser freakige Blick von Sammy Callahan, da ist mir eine mega Gänsehaut den Rücken heruntergelaufen. Ja, das war so gut gemacht und das passt, die zwei Gegner passten auch so geil aufeinander. Das ist, also ich habe 2017 fängt unter anderem deswegen auch schon für mich wrestling-technisch mega geil an. Wir hatten Kenny Omega gegen Okada, eines der besten Matches aller Zeiten. Ja, und dann sehe ich eine Woche später oder ein paar Tage später sehe ich das auch noch. Ja, und denke mir, boah, was kommt da noch dieses Jahr? Was kriege ich dieses Jahr noch alles zu sehen? Also, mich hat's mir das Match war auch saustark. Ja, ich gebe euch recht. Shane Strickland gegen Desmond Xavier war vom reinen Wrestling her ein wenig besser, aber was den roten Faden angeht und auch all das Drumherum, ja, war das hier für mich der Höhepunkt des Abends. Leo Rush gegen Sami Callihan. Es Ich ist habe ja fertig mit meinem Verbalorgasmus. auch, sage ich mal, wir kommen ja jetzt auch, wenn ich mich jetzt nicht täusche, kommt ja jetzt auch der Vorhang. Also wir kommen ja jetzt auch zu Teil 2 der Show.
Ja, Teil 2. Jetzt kommen wir zum Oldschool Combat Zone Bereich. Ja. Bevor wir darauf eingehen, wir haben vor ein paar Wochen Tournament of Death Ach nee, tun wir noch gar nicht. Quatsch ist da, aber wir kommen jetzt, ach, Entschuldigung, wir kommen jetzt ja gespielt. zum erste kommen wir zum Title Oh, Matches. Joe Gacy ist aber auch schon, der gehört auch schon zu den Teilnehmern, die auch gerne mal an den Deathmatches teilnehmen. Ja, also wir kommen jetzt, sagen wir, wir kommen jetzt auf jeden Fall in die Erwachsenenabteilung. Auf jeden Fall, wir Ja, kommen jetzt kommen die in Erwachsenen. Entertainment. Vom Entertainment weg kommen wir langsam zum Violence-Kram. Ja. Ja. Jetzt habe ich eine Frage. Wir haben vor ein paar Wochen Tournament of Death besprochen und dort ist ja unter anderem etwas passiert, und zwar die Führung wurde abgegeben. Im Führungsbereich wurde was geändert. Und zwar DJ Hyde hat storymäßig die Führung an Combat Zone wieder zurück an John Zandig gegeben. Hat sich da irgendwas in den letzten Shows von bemerkbar gemacht? Also ganz klares Nein. Aber Nein. das ist ja wahrscheinlich, also das, was, aber da kommen wir vielleicht am Ende dieser Show auch nochmal zu. Da stellt sich am Ende dieser Show ja sowieso auch gerade in dem Bezug die Frage. Ja. War das nicht einfach nur bei The Boss Is Back dann, wo ständig dann eine Rolle spielt und dann ist einfach wieder Puff. Puff, das meine ich ja. Irgendwie, das ist einfach irgendwie, und das ist ja das, wo man ja in dieser Show, wie ich ja bis zum letzten Augenblick gewartet habe, dass da irgendwann noch was passiert. Ja. Also Das von, ist ein also großer ob Kritikpunkt für mich, aber das muss man als Kritikpunkt ans CCW Jahr 2016 nehmen. Also absolut, ich meine, es ist die größte Veranstaltung für die Konvention jedes Jahr. Also es ist die Mania von der Konvention, und es wird auf dieses Thema überhaupt nicht eingegangen. Nee, überhaupt nicht, ja. Also das. Ich hatte mich lange nicht gestört bei der Show irgendwie so, aber dann am Ende, also gerade dann im Main Event dachte ich mal so, also das wäre doch jetzt, also hallo? Schade, dass der Chef nicht bei ist. Der kennt sich wieder besser mit den Hintergründen aus. Wer weiß, was da wieder an Hintergründen passiert ist. Ob es sich Zendik vielleicht wieder irgendwie. Da muss irgendwas, also das ist das Ja. Einzige, was man da eigentlich vermuten kann. Also das ist also wirklich, also weder DJ Hyde noch Sendig auftauchen. Ja. Vielleicht doch einfach in den Kulissen zu beschäftigen. Für den Ja, Event. die Go-To-Guys von Combat Zone Ja. überhaupt. Ja. Gut, ich Sehr schade. meine, okay, DJ Hyde hat retired. Der ist wirklich tatsächlich nicht mehr aufgetaucht. Aber Ja. das ist ja, aber das ist bei der ganzen Show, das ist ja auch das irgendwie so, dass es ist überhaupt kein Promi da gewesen. Jein, jein. Also Strickland über Lucha Underground, halt über die Nebenprodukte halt, ja, ist halt schon, und dass man halt auch jetzt mit den jüngeren Leuten was aufziehen will, ist mir auch klar. Ja, aber ja, man, aber die Mischung macht's halt meiner Meinung nach. Ja. Also man sollte auch schon so ein paar ältere Herren noch immer bringen. Ja, aber es ist ja nicht irgendwie, keine Ahnung, also sage ich mal, wen, kein Cody Rhodes, stell dir mal vor, Cody Rhodes wäre aufgetaucht. Ja, das wäre der Cool. Hammer Gut, gewesen. ist jetzt vielleicht nicht, wirklich nicht der richtige Mann dafür oder so. Und die werden sich Ja. jetzt nicht einig. Aber sowas in der Liga, wie gesagt, ich habe letzte Cage of Death 3 geguckt, da kommt ist Joe Frazier im Publikum. Keine Ahnung, der lebt vielleicht in Philadelphia oder so, deswegen war es halt nicht. Und zum Schluss zum Beispiel tanzen da nochmal die ganzen viele ECW-Leute rein und so. Und du hast eigentlich immer, auch beim Cage of Death, immer eigentlich noch irgendwelche halbwegs außergewöhnlichen Leute im Indie-Bereich gehabt und so. Warum kommt nicht mal noch mal ein Wife-Beater, vielleicht man sagt mal guten Tag, oder Necro Butcher, oder Wifebeater kannte wahrscheinlich nicht mehr. vielleicht kann er auch schon nicht mehr, oder wer. Weil ist Wifebeater nicht Chris Hero? Der hieß auch mal The Wife-Beater. Nein, das ist Aber nee. der War ein anderer. Wife-Beater von Combat Zone ist jemand anderes. War nicht auch bei Combat Zone Wifebeater? Warte mal. Nee, also Chris Hero war ja auch bei der Combat Combat Zone. Zone, Ja. War auch schon relativ früh. Der hat ja auch schon auch Dings hier, CM Punk war ja auch schon relativ früh, 2002 und so, hat auch schon ein Match bestritten bei der Combat Zone. Da war ja deswegen, da war ja eigentlich schon fast jeder immer irgendwie mal da. Also überhaupt keiner irgendwie oder der auch einfach nur mal so Hallo gesagt hätte, außer halt Ja. Debütanten.
Also vielleicht ist es ja auch wirklich cool. Vielleicht ist es auch tatsächlich mal richtig cool und konsequent und DJ Hyde sitzt ja doch dahinter und sagt mal, ich mache es mal anders. Guter Mann sowieso. Ja, also jetzt natürlich verhasst wie Sau vor der Kamera und beim Publikum, aber Backstage einer der besten Backstage-Leute überhaupt im Wrestling-Business. Ja, der macht alles richtig und gucken Sie, man muss sich auch den Erfolg von Combat-Zone halt auch mal angucken. Das Ding läuft seit fast 20 Jahren, ja, und das sieht auch so aus, als ob es noch 20 weitere Jahre laufen würde. Ist wahrscheinlich von den großen Independent Ligen ist die älteste, oder? Ja, mit Ring of Honor. Ring of Honor, die sind zusammen quasi. Ja, nee, Nee, stimmt. nee, nee. Combat Zone war sogar noch früher, stimmt's. 1999 Combat Zone und Ring of Honor in den 2000ern und Ja, Chikara, Anfang glaube ich, 2000er, auch, ja. ja. Ja, aber konsequent und mittlerweile weltweit relativ bekannt, zumindest in Insiderkreisen. Gut. Kurzes Abschweifen und kommen wir jetzt zum, ja, Triple Main Event, kann man das jetzt schon fast bezeichnen, ne? Ja, Ja, wobei, drei Matches, ne? na, ich fand das Title Match eher am unbedeutendsten von allen. Ja, aber es geht halt um den Titel, ne? Ja. Ja. Also, nächstes Match, Combat Zone World Heavyweight Title Match zwischen dem Champion und Titelverteidiger Jonathan Gresham. Den kenne ich eher von Chikara als von der Combat Zone. Aber hat wohl jetzt so vor allen Dingen in der zweiten Hälfte von 2016 bei Combat Zone ordentlich losgelegt und hat unter anderem halt auch den Titel gewinnen können. Und sein Gegner Joe Gacy. Sebastian, du darfst als erstes. Oh ja, gut. Jonathan Gresham war ja so der, er mag die Konvention eigentlich nicht, ist aber Titelgewinner und zeigt aber Leuten, dass er meint, er ist der beste technische Wrestler der Welt. Ihm kann keiner das Wasser reichen und der kann jeden verprügeln, wie er will. Und hat natürlich dann auch Joel Gacy, so quasi der hier den kompletten Außenseiter gibt, so ein bisschen schon so Rocky-mäßig, der jetzt seinen Titelgewinn kommt und Jonathan Gresham quasi zeigen will, dass es doch geht und dann ging das ziemlich lange her zwischen den beiden, wo ich dachte, das war jetzt gut, das ist ein Titelmatch, das sollte länger gehen, aber an die beiden haben sich ja auch nicht, also nichts geschenkt und Christian hat dann immer auch mal den Ringrichter ausgenockt, weil sie auch noch nicht bemerkt haben, es wurde ausgezählt. Also, es wurde immer wieder ausgezählt, also es gab also ein ganz normales Wrestling, wir gingen hier komplett durch, bis zum achten Match wurde auch immer wieder mal gezählt, dass die Leute draußen waren. Natürlich manchmal sehr, sehr langsam. Aber es wurde ausgezählt und er hat natürlich dann einmal den Ringrichter ausgenockt und ich dachte schon, das geht da einfach. Aber er ist einfach hintergangen, hat sich den nächsten gesucht und wollte zeigen, dem Fan beweisen, dass er Joel Gacy einfach mal fertig machen kann. Er Was meint doch natürlich. großkotzig, ihr könnt mir das ganze Roster schicken, ich mache sie alle gleichzeitig fertig. Ja. Genau. Aber das Interessante ist, wir hatten ja schon mal, es gab wieder Submission Moves und diesmal auch für den Gewinn, weil Joel Gacy hatten ja, glaube ich, im Sleepholder, war es ein Sleepholder? Ja, Ja, war. zum Austeppen gebracht, Genau richtig. zum Austipp gebracht, der hat aufgegeben. Also hat er jetzt quasi Joel Gacy so das geschafft, was Rocky erst im zweiten Film geschafft hat. Er hat seinen Gegner besiegt als Außenseiter, der ja einfach mal zu Ring kam und dann ihn zum Aufgabe gebracht hat und jetzt neuer Titel ist. Titelhalter. Hab Hatten ich. mit so einer Art Rings of Saturn, ne? So ähnlich war das quasi, Das ne? war so eine Art Sleepholder, glaube ich, sowas, oder? Ja. So halb, so ein bisschen so. Er hatte den Film umarmt, glaube ich, so mit dem Nacken und der eine Hand so ein bisschen rein, so war. Das war so, ja. Namen von Moves. Ja, stimmt. Trademarks Irgend halt, ne? Ja. Wrestling-Move war es wahrscheinlich. Irgendein Aufgabegriff. Joe Gacy sowieso war ja eigentlich eher eine kleine Nummer bei Combat Zone und hat ein sehr gutes Jahr 2016 bei der Combat Zone gehabt, ne? Ja, Also jetzt? wurde immer bedeutender. Auf jeden Fall, also war die ganze Zeit schon mehr oder weniger im Challenger und im Titelgeschehen. Also an sich würde ich auch sagen, so nach dem Bulldozer an sich auch eine ganz gute Wahl. So, Ja. also ich bin ja Ja, weil der mit kann gut reden. Ich habe auch Promos von ihm gesehen. Also der ist halt auch sehr gut am Mikrofon.
John Er ist Gacy. auch einfach over, auch. Ja. Ist halt auch einfach auch schon ewig bei der Combat Zone. Ist halt eben auch ein harter Hund, macht halt eben, wie wir vorhin auch schon sagten, hat eben auch schon Deathmatches einfach gewirkt, kann das halt eben auch. Hat die absolute Kredibilität bei dem Publikum dort. Ist mit über 1,80, 1,83, glaube ich, oder so. Ja. Fast 120 Kilo. Einfach körperlich gut dabei irgendwie, gut zu gebrauchen, wirkt auch immer ein gutes Match, ist auch, finde ich, auch sehr unterschiedlich, kann sehr unterschiedliche Stile gehen. Das war ja so ein bisschen hier gegen Jonathan Gresham, war das ja so ein bisschen so ein Hardcore-Match, würde ich mal sagen, Ja. so ein bisschen so ECW Hardcore mit Stühle, Guardrail. Jonathan Gresham, den ich eigentlich überhaupt nicht so richtig gut finde, mit sehr guten Heal-Qualitäten. Ja. Halt wirklich geht einem auf den Sack, der Typ. Ja. Wirklich, da freut man sich, also das war dann auch wieder so ein bisschen gebuckt, da freut man sich auch, dass der endlich mal einen auf die Glocke kriegt dann irgendwie. Und das fand ich schon, haben sie schon so ein Ja. bisschen Spannung eingebaut. Irgendwie, da sagen wir auch mal, irgendwie eine schöne Hurricanrana. Ein Figure Four. Herrlich. Ja, außerhalb Also. des Rings. Und auch noch so schlau, ihn versucht Joe Gacy so sehr zu schwächen außerhalb des Rings mit dem Figure Four Leg Lock, dass es Joe Gacy es fast nicht mehr geschafft hätte, rechtzeitig in den Ring zurückzukehren. Richtig, und halt Ja? schon einfach mal so, wo man sich sagt, ja schön, jetzt haben wir hier so ein paar alte Elemente drin, die man einfach auch immer wieder gerne sieht, und auch mal so einfach so ein bisschen das Tempo mal wieder rausnehmen, damit man es mal wieder steigern kann. Und die Offiziellen mussten ja ordentlich dran glauben, das hat Gresham auch wirklich gut gemacht, irgendwie so ekelhaft da die ganze Zeit die armen Jungs am Ring da zu prügeln und zu treten, da irgendwie sich den oberarrogant den Ring wieder zu holen, als wenn es dann wirklich nur seiner wäre irgendwie. Also das war schon, finde ich, ganz schön gemacht und so. Das mit der Augenklappe war natürlich so ein bisschen what the heck, was, warum, wieso, keine Ahnung. Der hat wirklich was am Auge gehabt. Okay, ja. Ja, Ja, er hat wirklich. hätte Also aber jetzt auch kein so ein bisschen. blaues Auge, kein Veilchen, aber ich meine, an seinem linken Auge, da war was, da stimmte was Da nicht. war die Augenklappe. Ja, es sah aus, ich war mir nicht, aber Der hat sie doch nachher aus, die Augenklappe. nicht ganz sicher, ob das nicht vielleicht auch so ein bisschen geschminkt war, aber weil das kommt ja dann auch, er nimmt ihm ja auch das iPad dann so ab, und das ist ja auch so ein klassischer, als wenn er ihn seinen Verband abnimmt. Und dann kommt es ja auch noch zu einem herrlichen Sleeper-Hold. Finde ich Wer auch. das Mikro in der Hand hält, ne? Naja, finde ich auch eine sehr schöne Lösung für so einen kleinen Mann gegen eigentlich einen deutlich größeren und schwereren Mann. Da ist so ein angehängter Sleeper-Hold, sage ich mal, irgendwie, wie er ihm am Rücken hängt, schon ganz gut. Er wird geschützt, indem er eigentlich den Three-Count schon macht. Der Gresham, eigentlich hat er das Match schon gewonnen. Leider hatte der Ringrichter nach draußen geguckt, hat es natürlich wieder nicht gesehen, und als er dann die drei zählen wollte, war es natürlich dann, wie könnte es auch anders sein? War es natürlich leider zu spät irgendwie, und es wird nur ein Two-Count. Was mich gewundert hatte, war, als Gresham den Referee schlägt, dass tatsächlich CC Dub Chance kam. Ja. Das hat mich so ein bisschen irritiert. Also, dass man. Weil der Schlag war heftig und das hat tierisch geklatscht. Ja, das sah sehr echt aus, sagen wir mal so. Und ich glaube, deswegen kam diese Chance. Das passiert öfters in der Kombination. Ist Das mir noch sind nicht so nicht. aufgefallen. Das finde ich eigentlich den Schiedsrichter da so. Das war, als die Young Bucks auch da waren es ab und noch gegen OI4K oder wo es angetreten haben, dann, das war 2014. Da haben sie auch den Ringrichter einfach mal ausgelockt und den nächsten reingeholt. Weil der Ringrichter ihnen nicht gefallen hat. Weil der Ringrichter zu viel eingemischt hat. Wurde auch einfach mal ausgelockt. Also es kann vorkommen, eine Kombination, dass der Ringrichter von irgendwas Okay. da mal ausgelockt wird, dass da ein anderer kommen soll. Dann hatten wir ja auch so ein bisschen im Prinzip auch wieder ein bisschen Sports Entertainment. Wir hatten Ja. Ref-Bump. Wir bekommen es auch noch ein DDT, richtig schön DDT zu sehen. Und dann diese Submission, irgendeine Art von Klatsch.
Nee, wie Hat heißt ein bisschen was von Crippler Crossface von Chris das? Das Benoit meine gehabt. ich, ja, so Ja. sowas, aber schlecht angesetzt. Fand ich nicht überzeugend und dann war es vorbei. Mir war es egal, weil ich fand es gut, dass Joe Gacy jetzt Champion ist und so. Ich finde Gresham einfach nicht. Ich fand, war ein klassischer Übergangs-Champion. Ich fand es nach dem Bulldozer. Na, sie hatten es gut gelöst mit dem Ultra-Violent-Match. Aber da bin ich halt, was Titler geht, finde ich auch, man muss man immer ganz, ganz vorsichtig sein. Na gut, wie gesagt, man hat Gresham trotzdem stark aussehen lassen, weil er eigentlich das Match gewonnen hatte. Gacy hat es dann doch letztendlich gewonnen, wo man gedacht hätte, das Publikum geht richtig ab, aber das Publikum war gar nicht richtig glücklich. Also es gab auch negative Chants. Ja, weil man hat Joe Gacy in dem Match ziemlich schlecht aussehen lassen. Es ist aber halt die Story von diesem Match. Ja. Okay, das Weil ist stimmt, eigentlich ja. wird Joe Gacy 10 Minuten lang Richtig, ja. tierisch fertig gemacht von Joe Gacy, kaum Gegenwehr und immer wird diese Gegenwehr wieder unterbrochen, wenn es mal Ja. dann dazu kam. Nur ganz am Schluss halt. Aber da spielt dann Jonathan Gresham halt seine eigene Arroganz. Macht ihm dann quasi einen Strich durch die Rechnung und er unterschätzt dann den Gacy, wird zu überheblich und dadurch, das ist die Geschichte von diesem Match und dann verliert er den Titel dadurch. Okay, macht Ne? Sinn. So habe ich das jedenfalls verstanden. Für jemanden, der gar nicht so vertraut war. Ich fand es schon cool und Joe Gacy wird ja schon abgefeiert, vor allen Dingen bei den alten Combat Zone Fans, weil ja, ist halt einer von ihnen. Ne? Genau. Ja. Er war ja auch Absolut. bei der Conspiracy mit Sami Callihan und Joey Moxley. Stimmt. Jetzt besser bekannt John als Dean Moxley. Ambrose. Ne? Ja. Dean Dean Ambrose, Ambrose. ja. Ja, quasi ein Urgestein. Aber 2006 angefangen, immer bei der Kommission gewesen. Auch ein paar andere liegen, klar. Ja, bei Aber Indies bleibt das das wahrscheinlich mache nicht ich, aus. Combat Zone Also. macht auch viel mit Beyond. Ne? Ja, und weil IWA war dann, glaube ich, auch Ja, und das ist auch. einer bei MC aus, richtig. Gehört auch, machen auch viel zusammen, also haben früher, machen immer Ja. noch manchmal. Gibt es denn IWA in der Form irgendwie noch? IWA Ja. Mates House gibt es noch, ja. Echt? Ja, es gibt auch noch das King of Deathmatch. Das gibt's auch Ja, noch. und es war ja auch bei einer Show, war ja auch, ich weiß leider halt auch nicht bei welcher, ist ja Ian Rotten tatsächlich auch bei der Convention aufgetaucht. Ja, öfters früher. Ja. Auch Nee, sein jetzt gerade Bruder. auch. Jetzt gerade Ach auch vor so, jetzt gerade, das weiß ich gerade nicht. vor zwei, drei Shows. Und hat irgendwen, hat er mit irgendwem hat er einen Stare-Down gehabt. Vielleicht mit Sandig, oder? Nee, mit dem Wrestler und ist dann wieder gegangen. Ja. Auch so eine Sache, ja auch. Mond würde passen. Puff. Ja, echt puff so. Also alle Leute wirklich, es war wirklich so, Alter, Ian Rotten hier? Geht der jetzt vielleicht noch in den Ring oder was? Passiert dir noch was? 2 Minuten Stare-Down. Ich glaube, kein eins, ich weiß nicht, ob er was gesagt hat, kann mich nicht daran erinnern, geht wieder. Man denkt, wow, es passiert was, kommt was. Auch wieder nichts passiert. Merkwürdig, echt merkwürdig. Ja, Ian Rotten ist kein einfacher Kerl, ja. Vielleicht war das auch geplant, aber hat sich vielleicht dann doch wieder mit den Backstage-Leuten verscherzt. Womöglich halt, obwohl er ja, glaube ich, immer Geld braucht, oder? Ja, natürlich, aber er muss halt ein Riesenarschloch einfach Ja, sein. War sein Bruder eigentlich netter? aber andererseits muss man halt auch wieder sagen, er hat einfach, Ian Rotten hat unglaublich viele Leute tatsächlich nach oben gebracht und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, zum Beispiel auch ein sehr geiles Match. Ich weiß nicht, irgendein King of Deathmatch ist es auch und in der sozusagen das erste Match irgendwie, aber nicht vom Tournament, Eröffnungsmatch ist Jonathan Gresham gegen Tyler Black. Und Ja, da und wer ist Tyler Black heute? Wer ist Tyler Black heute? Und da geht Ian Rotten irgendwie hinterher beim Match, geht hin nochmal und macht eine Ansage und sagt, ich glaube, ich sage euch Leute, dieser Typ hier, Tyler Black, der wird nochmal richtig und der wird ganz oben auf der Bühne im Major Wrestling stehen. Hat damit recht gehabt, ja. Und Und also meine erste IWA Mid South Show, die ich gesehen habe, da waren ganz klein, ja, ein kleiner Anfangsmal, Ricochet mit dabei. Und klar, heute eine zum Beispiel. Riesennummer im Genau. Wrestling, ja. Chuck Taylor war dort mit, war auch mit dabei. Mickey Knuckles mittlerweile ultra populär. Da findet man echt. Ja.
Ne? Mickey Knuckles war die erste Frau, die bei den Deathmatch mitgemacht hat. Ja. Ja. Und auch die auch dieses Intergender Wrestling in den USA auch generell wieder mit nach vorne gebracht hat. Und wieder auch beim Tod teilgenommen hat. Ja, hat auch beim Tod teilgenommen, richtig. Und beim Queen of the Deathmatch von EVR Mid-South. Ja. Gab's auch mal. Gegen Lufisto, ne? Ich glaube ja. Ja. Ich hab's irgendwo auf DVD. Ja, und wo wir gerade über die Deathmatches gesprochen haben, kommen wir zum vorletzten Match des Abends. Co-Main-Event könnte man schon fast sagen. Ein Deathmatch zwischen RSP, Ricky Shane Page, der Gewinner des 2016er Tournament of Death, gegen den zweifachen Tournament of Death-Gewinner Danny Havoc. Und da der Jens hier der große Deathmatch-Fan und Experte ist, darf der Jens jetzt auch anfangen. Also natürlich, ich muss sagen, ich entwickle mich zum echten Ricky Shane Page Fan. Ich langsam auch, ja. Aber red weiter, ja. Echt, Week and Roll ist, ich finde diese Entrance-Musik von den Bad Rabbits und ich kann es immer nur wiederholen. Ich habe es letztens mit downgeloadet auf der Bad Rabbits-Seite für das neue Album für 0 Euro. Oder ich habe doch einen bezahlt, ist auch scheißegal, irgendwie so. Ich finde, das ist ein so geiles Entrance-Lied, das passt so wahnsinnig gut zu dem Typen, weil er einfach rollt, echt. Der Typ hat einfach wirklich Roll, wenn er zum Ring kommt. Der hat totales Charisma. Der ist selbst, wenn der irgendwie, wenn sie ihm eine Klorolle irgendwie, und die weißen Klorollen bedeuten ja scheinbar irgendwie scheiße und die schwarzen und die anderen bedeuten geil. Und der kann die trotzdem irgendwie über sich ergehen lassen und grinst dabei und ist sowas von charming. Finde mich wirklich begeistert von diesem Typen. Ich bin auch immer noch beeindruckt von den beiden Cuts, die er über dem linken Auge sich geholt hat, beim Todd. Ja. Wahnsinn. Also macht mich wirklich, finde ich wirklich, der Typ hat wirklich was, finde ich, drauf. Und ich finde auch als Wrestler, finde ich ganz, ganz stark. Und ich denke mal, wenn es da demnächst wieder Potenzial für die WWE gibt, in Richtung Combat Zone, dann wird Ricky Shane Page dort bald vorstellig werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Das Match an sich als Deathmatch, das war so ein knackiger Einschub vor dem Main Event. Was hatten wir da für tolle Sachen? Wir hatten da mal wieder, Lighttubes gehen scheinbar gar nicht. Irgendwie sind scheinbar nee, Lighttubes gar nicht. Es gab viele Konstruktionen, viele zusammengezimmerte Konstruktionen aus Bodenleisten. Genau, wir hatten diese Carpet Strips, also als im Rund zusammen getaped oder irgendwie sowas. Ja. Und dann hatten wir diese, wieder mal diese, was ich habe verstanden, Gossip Plates. Ja. Gossip Plates, ja. Also so. Die wurden auch beim TOD eingesetzt. Die wurden auch beim TOD eingesetzt. Ja. Also wieder diese kleinen Metallplatten mit den fiesen, ganz spitzen und scharfen Nägeln. Ich weiß nicht, ob die noch Widerhaken haben, womöglich noch. Ich glaube ja. Also wirklich übles Zeug. Halt auch auf Holzplatten festgeklebt, glaube ich, wenn ich das richtig geleimt oder irgendwas halt, und der Ring war, die Ringseile waren alle komplett ausgestaffiert mit entweder diesen Gossip Plates oder diesen Carpet Strips, auch mit Nägeln versehen, in die sie sich dann halt gegenseitig reingeschmissen haben. Das haben sie dann auch relativ ordentlich gemacht. Teilweise auch Danny Havoc auch, sage ich mal, mit der Brust voran, was ich dann schon recht krass finde, mit dem Gesicht und dem Kopf voran in so ein splitterndes Holz mit Nägeln. Finde ich jetzt auch womöglich schwer steuerbar, was da passiert. Dann hatten wir auch mal wieder ein Razorblade Styropor, wo Daniel Hellberg auch ganz übel reinfliegen musste, wo sich dann noch ein Stück davon genommen hat und sich dann noch auf ihn drauf gebumpt hat. Also auch wow, also finde ich halt auch gut. Die sind natürlich wahrscheinlich, diese Razorblades sind natürlich zum Glück flexibel, dass das wahrscheinlich ganz gut geht, aber ich finde so ein Razorblade und Styropor finde ich schon ganz schön beeindruckend. Ich würde mich da nicht so gerne reinschmeißen. Also da gab es dann auch wieder auch, ich glaube so, die erste ist es Awesome Chance. Also da ist das Publikum auch richtig
mitgegangen. Wie gesagt, gab es auch ein bisschen mit Stühlen. Aber jetzt war das ganz, ganz eigentlich relativ, sag ich mal, für Deathmatch relativ normale Aktionen. Beide haben geblutet, relativ normal geblutet. Also jetzt auch nicht wahnsinnig. Es war jetzt keine Aktion dabei, wo man echt Angst haben musste. Aber wie gesagt, viel CC-Dubs, das ist awesome. Ein paar, viele schöne Top-Rope-Actions, muss man sagen. Ja, der Schlussmove, ne? Diese Der reverse Schlussmove. rückwärts gesprungene Powerbomb und dann durch die Glasscheibe hindurch. Durch die Glasscheibe durch irgendwie. Das war uah. Und Danny nachher Havoc. sah Danny Havocs Rücken echt übel aus. Und der hat auch echt geguckt, so dass er auch genug hatte. Hatte man den Eindruck. Also der ist auch langsam, habe ich das Gefühl, ich könnte mir vorstellen, dass Danny Havoc jetzt auch langsam die Schnauze voll hat davon. Ja. Und zwar auch halt irgendwie, es gab es halt auch einfach sehr schönes Ende. Es hat natürlich logischerweise irgendwie, es konnte auch nicht anders kommen, auch ganz richtig, hat Ricochet Page, RSP, gewonnen, wie gesagt, durch diesen Wahnsinns-Move, durch diese Glasscheibe, die auf den Stühlen war. Und dann hatte ich RSP sehr eindringlich, sehr offen und ziemlich cool von bei Danny Havoc für alles, was er für ihn in der Konvention getan hat, bedankt. Offensichtlich war Danny Havoc der große Mentor von RSP und das kam auch sehr glaubwürdig rüber und das war, fand ich, auch ein ziemlich cooler Moment. Das ist auch wieder so ein Moment, wofür man das Wrestling einfach gerne hat, wenn man einfach diese echten Emotionen irgendwie zwischen Typen, die sich da gerade irgendwie blutig kloppen und vor dem Move ganz stark die Gangsterfaust zwischen RSP und Danny Havoc. Sie gucken Ja, sich an. mitten im Match beide am Bluten wie ein Schwein, aber Am nochmal Schwein, die Gang, machen kurz hier die Kumpelfaust nochmal, ne? Ja. Gangsterfaust und dann kommt der Finishing-Move, dann die Ansage von RSP und natürlich, dass er 2017 den Heavyweight-Titel der Konvention holen wird und das wird er auch, also Ja, bin ich wird auch kein von Weg dran überzeugt. vorbei. Und von daher, tolles Match, das Match selber gut gewirkt, gut und schnell gewirkt, dem Publikum wirklich schnell was um die Ohren gehauen, irgendwie klar gemacht, so jetzt zack, bumm, jetzt ziehen wir nochmal einen Gang höher, irgendwie so, jetzt kommt Ultra Violence gleich und wir machen euch warm und hat hervorragend geklappt. Ja, würde ich jetzt sagen, 3,5. Also für ein so kurzes, knackiges Deathmatch war das richtig gut und es sollte aber auch nicht viel mehr, sollte da auch nicht passieren. Die wollten auch nicht an die Grenzen gehen oder irgendwas. Da sollte die Luft nach oben auch noch offen bleiben und das finde ich dann auch hervorragend gebuckt, irgendwie wieder gut gesetzt, wieder perfekt in die Show, in die Schedule eingepasst und ja, fand ich gut. Ja, und Sebastian, fandst du es ähnlich? Ich fand es eher langweilig, aber das also interessant war natürlich, dass es war ein Rückmatch beziehungsweise vom Tournament of Death, weil Ricochet Page hat eigentlich nie gegen Danny Havoc irgendwann mal gewonnen im Deathmatch. Darum kam dies auch zustande, haben auch die Kommentatoren erzählt. Wir haben aber jemanden vergessen vorher. Ja, Hier, ja. Slack. Slack, Slack. stimmt. Ja, Slack. es Guns gab, don't ja. kill people, Slack Ja. does. Es gab ein Tag-Team, ein Duo, was vor diesem Match herauskam und eine Promo gehalten hat. Und einer, und zwar der beeindruckendere von den beiden, zumindest äußerlich beeindruckendere, hieß Slack, kündigte an, dass er der erste offizielle Teilnehmer, bestätigte Teilnehmer fürs Tournament of Death 2017 ist. Genau. Ne? Genau. Das hatten wir vergessen. Oh, Zweck. Er tötet nicht. Denn er hat ziemlich viele One-Liner gebracht aus Actionfilmen, glaube ich. Stimmt, Er ja. hat auf jeden Fall, was hat er gesagt? Jesus was an Astronaut oder irgendwie sowas. Ja, Das fand genau. Das ist ich cool. aus dem Ministry-Song, ne? Irgendwie sowas, Ja. Aus Jesus Built My Hot Rod. ja. Das kann gut sein. Genau, das kann gut Ja. sein. Jesus war ein Astronaut, genau. Und dann kam Guns Don't Kill People, Slack das. Ja, also. Der Mann haut einfach mal One-Liner raus als Neuerscheinung. Könnte interessant werden.
Auf jeden Fall fand ich ja, wie gesagt, da hatten wir im Off-Talk auch schon so ein bisschen, fand ich sehr, sehr oldschoolig. Mich hat da so ein bisschen an den Warlord erinnert mit Tattoos, wirklich ein recht wildes Tier. Kann wahrscheinlich echt mördermäßig einstecken, könnte ich mir vorstellen. Ja, und austeilen. Ja, da ist er wahrscheinlich ein bisschen, vielleicht ein bisschen klobig, aber keine Ahnung, muss man erstmal sehen. Also, wir kennen ihn ja alle nicht. Schlack. Schlacke, Slack. Slack, Slack, Slack. Aber von ja. Slack kommen wir nun zum, ich sag jetzt mal, auf einer CD würde man, auf einem Album würde man sagen, zum Title Track. Ja, wir kommen zum Namensgeber-Match dieser Veranstaltung. Im Main Event kommt das Cage of Death Match. Und in diesem Fall war es, also letztes Jahr war es ein Multi-Man Cage of Death Match, wo quasi 7 Herren dran teilgenommen haben oder 6, aber alle gegeneinander, jeder für sich. Ja, und dieses Mal hatten wir, wo ich mich ein wenig drüber gefreut habe, als alter NWA und WCW-Fan, eine Wargames, also ein Cage of Deathmatch mit Wargames-Regeln. Wir hatten zwei Teams, bestehend aus jeweils 4 Herren, ja, und die Regeln sehen bei einem Wargames-Match so aus: 2 fangen an. Nach 5 Minuten oder 2 Minuten, ich habe jetzt nicht ganz 2. Die Zeit hier gestoppt. 2 diesmal, hier waren es 2. Nach 2 Minuten bekommt einer der Herren Verstärkung von einem seiner Teammitglieder. Und alle 2 Minuten kommt wieder abwechselnd von Team zu Team, kommt ein Member wieder zusätzlich in den Käfig. Und bis natürlich am Schluss alle voll sind. Und wir haben es hier auch mit Elimination-Regeln zu tun. Bei einer Wargames normalerweise nicht, aber hier haben wir, hier konnten, mussten also auch die Teammitglieder jeweils eliminiert werden. Ich hatte mich nämlich am Anfang gefragt, es war so, Drew Blood und Connor Claxton begannen. Ja? Mhm. Und Drew Blood bekam dann schnell Hilfe von, war es Josh Crane oder Dale Patricks? Ich meine, Dale Patricks kam als zweites, ja. Und die versuchten, Connor Claxton zu pinnen. Da habe ich mich gefragt, was ist, da wusste ich noch nicht, dass es mit Elimination-Regeln war. Nee, Josh Crane war. Was ist denn jetzt, wenn jetzt schon einer gepinnt wird? Brauchen die anderen dann gar nicht mehr zum Ring kommen oder was? Josh Crane war der Dritte. Josh Crane war der Dritte. Ja, hast recht, hast recht, hast recht. Stimmt. Ja, und auch besonders, also natürlich kann jemand durch Pinfall herausfliegen oder er stürzt vom Käfig runter, entweder durch eine Glasplatte oder in einen Haufen Stacheldraht hinein, der auf einem Tisch drauf liegt. Ja, deswegen halt Cage of Death. Und Jens, letztes Match, dein Kommentar. Ja, das ist immer so ein bisschen ähnlich wie beim Tournament of Death. Man baut das alles lange auf und man wartet auf das Match und das Match ist dann so ein bisschen, also ich bin mit den Cage of Death Matches meist gar nicht so wahnsinnig glücklich, muss ich sagen. Also das ist halt auch gerade, wenn es halt so eine wahnsinnigen Multi-Man-Matches sind. Also wir hatten auf jeden Fall, wir hatten lang diese Planes of Glass. Wir hatten Leiter, wir hatten Barbed Wire Bett, wir hatten Stühle, wir hatten Barbed Wire um den Käfig rumgesponnen und wir hatten ein Gerüst, was in den Käfig reingereicht hat. Wir hatten also hier die schöne Construction of Destruction und wie die Sprecher sagten, das most dangerous match in der Combat Zone. Ja, das kann sein. Wir haben natürlich hier eine Geschichte, aber auch relativ kurz. Also Devin Moore hat sich gesplittet. Ich glaube, Connor Claxton hat er bei einer Show niedergeschlagen. War das nicht sogar beim Tournament of Death? War das da schon? Ja, ich meine, der hat beim Tournament of Death ist er quasi heel geturnt. Genau. Das macht Sinn. Und da schwelt er ja jetzt die ganze Zeit, der Konflikt. Und
Bei Night of Infamy gab es ja auch schon mal so ein Ultra-Violent-Match, wo das dann eigentlich so ein bisschen mal ausgeglichen werden sollte, das Konto, und wo Devin Moore eigentlich einstecken sollte. Nee, das war, glaube ich, gar nicht Devin Moore. Ist doch egal. Auf jeden Fall haben wir einen Split von der Nation of Intoxication. Und Devin Moore hat dann sozusagen jetzt sein eigenes Stable aufgemacht mit den Young Dragons. Das heißt also mit Josh Crane und mit Dale Patrick. Und der vierte im Josh Bunde. Crane war bei, Entschuldigung, wenn ich hier ins Wort falle, Jens. Ja. Josh Crane war bei Tournament of Death auch noch eindeutig in der Face-Rolle, weil er hatte dieses Match gegen DJ Hyde bekommen. Ne? Naja, das mit dem Face- und Heel-Rollen ist natürlich immer so ein bisschen, finde ich, bei der Combat Zone. Das habe ich bei mehreren Matches mal so auch häufiger gefragt, irgendwie, ob es da überhaupt noch so eine Verteilung in dem Sinne gibt. Hier war es ja eindeutig, weil Conor Hier war's. Jackson war Team CW, CCW. Genau, hier war es eindeutig. Das ist dann auch irgendwie, wir haben wie gesagt zwei Teams. Das eine ist das Team CCW. Da habe ich mich zum Beispiel gefragt, warum ist das jetzt das Team Nation of Intoxication? Weil es ja eigentlich ist. Aber sie vertreten die Konvention komplett. Das komplette, wie es dann auch am Ende gezeigt hat, präsentieren sie das komplette Roster. Aber da wird auch nichts zugesagt oder vielleicht gibt es auch so eine Shows dazwischen. Egal, aber sie haben das so ein bisschen hier WCW-artig, sage ich jetzt mal. Wir haben hier einmal Team CCW und wir haben das Team Notorious. Notorious ist natürlich, passt natürlich zu Devin Moore, weil der Notorious ist halt eben Devin Moore. Und insofern haben wir natürlich eine klare Heel- und Face-Verteilung. Natürlich ist natürlich Team CCW mit Matt Tremont, mit Joey Janela, der auch unglaublich over ist. Wen hat man jetzt noch dabei? Jeff Conor Claxton, Cannonball. Jeff Cannonball. Jeff Cannonball auch natürlich, also komplett total over das Team. Combat Zone Wrestling. Es gab auch noch bei Night of Infamy gab es auch noch ein Video über Joey Janela. Ein ziemlich düsteres, ziemlich bizarres Video, in dem er mit einem Ninja kämpfen muss und er wird eigentlich von diesem Ninja getötet und er tötet, glaube ich, aber auch den Ninja, kann aber irgendwie mit einer offenen Wunde eines Samurai-Schwertes irgendwie über die Straßen laufen und hat sich dadurch für diesen Cage of Death qualifiziert. Das muss man auch nochmal nachrecherchieren. Also das ist so, wenn man das so sieht und jetzt nicht irgendwie seit Jahren da wieder dabei ist, komplett irgendwie so weiter, ist es völlig abstrus, aber erfüllt seine Funktion. Es ist bizarr, es ist irgendwie cool und passt einfach auch mit dazu und es sind einfach so wirklich auch schöne Elemente, die wir halt früher nicht hatten. Auch finde ich halt eben auch. Wir hatten auch vergessen, wir hatten auch am Anfang der ganzen Show hatten wir auch einen sehr geilen Einspieler schon von der Combat Zone. Also der Videoanfang war auch schon da, geben sie sich auch schon echt Mühe, das kann man nicht anders sagen. Naja, es kommen, wie du schon sagst, irgendwie diese War Games Geschichte, es kommen alle nacheinander zum Ring, irgendwann ist es dann beim dritten, vierten, wenn der im Ring ist, wird es halt irgendwann unübersichtlich. Es geht dabei aber schon wirklich ordentlich zur Sache. Conor Claxton steckt wirklich gut ein. Conor Claxton schlägt einen Schlag irgendwie mit einem Wasserspender direkt auf die Stirn, wo man auch echt sieht. Und ich bin ziemlich sicher, dass er sich da wirklich mal irgendwie fassen muss, da mal einen Augenblick. Jeff Cannonball irgendwie drückt die Stirn von Josh Crane auf den Glasboden und tritt nochmal nach. Man konnte hinterher sehen, da war kein Glas an der Stelle. Aber naja, wie er den Kopf da schon so runtertritt, da war es im ersten Moment schon echt, alter Schwede. Es kommt dann auch so ein bisschen eklige Szenen, so es wird dann irgendwie, gibt Glas in den Mund, es gibt Thumbtacks in den Mund. Josh Crane kriegt Glas in den Mund, glaube ich, oder? Genau, und dann wird da draufgehauen. Und so, Joey Janela, offensichtlich auch unglaublich over beim Publikum, relativ frischer Typ, wohl auch ein DJ Hyde Sprössling. Er wollte sich ja solidarisch mit DJ Hyde beim Tournament of Death mit lebendig begraben lassen. Genau. Das hat er da, springt ordentlich in der Gegend rum, zeigt wirklich ganz schöne Spots vom
vom Käfigrand. Wird super stark dargestellt Wird auch. super stark da, macht Ja. richtig Impact auch. Ja. Was ich auch ziemlich gut finde, weil der Typ auch scheinbar Ist wirklich echt gut ist. quasi der Letzte, der übrig bleibt Genau, von und dann geht halt so langsam so diese Eliminierung, das ist, kommt einem völlig willkürlich vor. Es ist so nach dem Motto irgendwie, ah ja, jetzt ist er eliminiert, weil er vom Käfig runtergefallen ist, sagt Larry Legend dann bei Josh Crane und nee, bei Jeff Cannonball. Und Josh Crane ist dann irgendwie eliminiert, weil er durchs Glas gefallen ist auf so eine Barbwire-Bett. Also das war schon fast so ein bisschen lächerlich. Also da hat es wesentlich stärkere Cage of Death Matches wie Nummer 7 zum Beispiel oder auch, ich glaube, letztes Jahr habe ich nicht gesehen, aber hat auch sehr gute Bewertungen gekriegt irgendwie. Oder auch hier, ich glaube, Cage of Death 4 mit Necro Butcher auch sehr stark. Also fand ich nicht so stark. Also es bleiben dann letztendlich auf jeden Fall über. Ach nee, man muss sagen, dass Matt Tremen ziemlich früh rausgekickt wird. Es ist glaube ich, sogar der erste von Team CCW oder der zwar auf jeden Fall der zweite. Also man ist auch das Publikum, alle sind Der Fans. erste, der rausfliegt, war Cannonball vom Team Ah CCW. ja, genau, stimmt. Dann war ja der zweite. Alle sind wirklich sehr Er erstaunt. wird sogar gepinnt und das ganze Publikum rastet aus und ruft nur noch: This is Bullshit. Das ist Bullshit, genau. Also da sieht man auch wieder, wie geil das ist, dass das kommt mit so einem Publikum auch ist, halt einfach, dass sie halt einfach wirklich, da wird nicht einfach abgefeiert, und da Auch wird wie wirklich. beliebt Matt Tremont beim Publikum ist, ne? Ja, ist auch wirklich wahnsinnig. Boah. Es gibt zwischendurch mal wieder, das ist auch wieder so ein Ding, es gibt das Stuhlfestival, alle setzen sich auf den Stuhl gegenüber und dann wird sich so lange gegenüber an die Wange gehauen, bis einer umfällt. Der erste, der umfällt, ist Devin Moore. Nett ausgedrückt. Ja, dann stehen wieder alle auf und dann hauen sie sich im Stehen wieder, dann fallen sie wieder alle um. Es generiert aber, CC Dub auf jeden Fall, es generiert immer Chance, dieses Stühlegesitze. Es gibt da noch ein Vierfach-Pin von Team CCW, wo dann tatsächlich auch das Awesome kommt. Also das Team CCW ist auf jeden Fall eigentlich dominant die ganze Zeit, haben eigentlich fast immer die Oberhand, aber leider werden sie trotzdem eliminiert, bis eigentlich nur noch Joey Janela über ist, zusammen mit Devin Moore. Und dann kommt es wieder. Da, das war die Phase im Match, die ich echt geil fand. Genau, und Da, dann das wurde war saustark wieder, nur die zwei. es leider kacke. Zwischendurch war nochmal ein geiler Botch irgendwie, wo Matt Tremont, Josh Crane irgendwie am Anfang nochmal versucht, sich die Scheibe zu schmeißen. Die Scheibe geht nicht kaputt und so. Das war ganz witzig auch. Das hat auch für Stimmung gesorgt. Ja, stimmt, ja. Naja, egal. Auf jeden Fall haben wir noch Devin Moore und Joey Janela und dann kommt Sports Entertainment. Natürlich kommen dann Josh Crane wieder rein und Drew Blood kommen auch wieder rein, bearbeiten. Die anderen kommen allerdings wieder nicht rein, bearbeiten den guten Joey Janela irgendwie ordentlich. Und dann geht es auf das Gerüst rauf. Und dann kommt ein echt übler Move. Ich überlege gerade, ob ich den noch Du hast zusammenkriege. was Pass falsch auf, gemacht. Das war du noch bist. bevor die der Rest vom Team, also von den Bösen, von den Das war Heels Connor quasi. Claxton, war das. Der oben auf dem Gerüst drauf. Ah, genau, das war Connor Claxton, genau. Connor Claxton, die kämpfen oben auf dem Gerüst. Ja. Und wer nimmt nochmal Connor Claxton? Das ist Devin Moore, nimmt? Nee. Nee, Ich glaube, Dale Patricks. Dale Dale Patrick. Patricks, ja. Dale Patricks, genau, nimmt Der andere Dale Patrick. nimmt Mann, jetzt habe ich Connor völlig Claxton. verfahren. Nimmt Connor Claxton halt irgendwie oben auf dem Gerüst. Das Gerüst ist, sagt der Sprecher, 15 Fuß vom Ringboden und macht mit dem Piledriver, gestandenen Piledriver vom Käfigrand auf den Ringboden. Also da dachte ich, da ist mir die Das Kinnlade war auch. runtergeklappt. Nee, das war Connor Claxton mit Triple. Ja, das kann auch sein. Ja, von Nee, nee, oben. nee, nee, du hast recht, das war Connor Claxton, der den genommen hat. Nee, der hat den ausgeteilt, weil Team CCW, weil Connor Claxton stand oben und wurde dann eliminiert von Drew Blood oder Dale Patrick, einen von beiden. Auf jeden Fall da Connor Claxton Dale Patrick genommen, hat den diesen Standing Piledriver von oben runter verpasst. Oder war es Steph? Einer von beiden.
Ja, das ist halt eben, das ist halt dieses Chaos, leider irgendwie. Ich habe mir das halt irgendwo auch aufgeschrieben, aber. Jedenfalls war dann Connor Claxton stand oben, wurde dann eliminiert, er ist dann durch diese Stacheldrahttische da gefallen oder was das war. Und dann war halt nur noch Joey Janela alleine. Joey Janela alleine gegen Devin Moore war für mich die Aktion. Devin Moore liegt quasi zwischen Doch, zwei also ich lasse mal. Stühlen, die Glasscheibe über Devin Moore und Joey Janela springt mit einem Somersault Stomp in den Ring zurück auf die Glasscheibe drauf und auf Devin Moore nochmal drauf. Das fand ich auch saustark. Genau, und ich habe es nochmal aufgeschrieben. Es war Conor Claxton nimmt Dale Patrick auf dem Gerüst und macht mit ihm den bestehenden Piledriver irgendwie, und dann kommt dazu Free Count und dann ist der Patrick draußen und Conor Claxton wird dann, ich glaube, von Devin Moore auf den Tisch mit dem Stacheldraht. Stacheldraht geworfen. Und dann sind halt nur noch Joey Janela und Devin Moore da und dann kommen die anderen halt wieder in den Ring rein. Und es gibt dann auch noch hier, ach stimmt, hier ist auch noch ein übler Double Foot Stomp. Ja, von Joey Janela gegen Devin Moore. Ja. Durch die Glasplatte. Durch die Glasscheibe. Das war auch Ja. nochmal so echt so ein Ding. Da kam auch, glaube ich, das einzige Holy Shit an diesem Abend. Für mich auch noch Holy Shit. Ja, also Matt Tremont kam nochmal, also als Joey Janela da alleine gegen drei Gegner, vier Gegner sogar stand, ja, kam Matt Tremont dann doch irgendwann doch nochmal zur Hilfe. Smasht erst die an, also bis auf Devin Moore, also die anderen beiden, Josh Crane Ja. und Drew Blood um. Ja, dreht sich dann allerdings um und speert. Also ultra heftig den Joey Janela durch eine Glasscheibe durch. Und dieser Spear durch die Glasscheibe, den fand ich auch saustark. Ja, das stimmt. Und er kommt vor allem noch mit einem Bundle of Light Tubes erstaunlicherweise rein. Ob, wahrscheinlich waren es die einst erlaubten in New Jersey. Ja, oder haben sich gedacht, halt irgendwie, das kriegt jetzt dann sowieso keiner mit oder so. Irgendwie. Das fand ich auf jeden Fall ganz witzig, dass er da irgendwie. Und sie sieht, das gibt dann immer noch so einen Chant zwischendrin, den ich nicht ganz verstanden, wo ich immer verstanden habe, wo sie rufen, we want violence? Nein, sie wollten Fire. Fire. We Fire want wollen. fire. Ah, sie wollen. Ja. Ah, okay, alles klar. Ich dachte, das ist Die wollten Violence. brennenden Tisch sehen oder sowas, ja. Ja. Macht Sinn, ja. Ja, und dann kommt es ja dann zu dem Heel-Turn. Abschluss. Shocking Moment für Ja. alle, in dem sich dann, nachdem er wirklich alle denken, Matt Tremont macht den Save für alle, er beginnt den Save zu machen, wie du sagst, hört auf bei Devin Moore und speert dann Joey Janela, der total over ist. Und dann kommt ja auch noch das komplette Roster raus. Aus der Umkleidekabine und dann haben sie das wirklich, fand ich, wirklich sehr, wirklich gut dargestellt irgendwie. Also man weiß nicht, ob man Tremont selber in dem Moment nicht weiß, was er davon halten soll, was er gerade gemacht Ja, hat. er guckt, er zittert so am ganzen Leib und ja, ich meine, er teilt ja dann auch heftige Sachen noch vor diesem Spear, teilt er ja wirklich Josh Crane und Drew Blood auch ordentlich heftige Aktionen aus. Ja. Dreht sich aber dann auf einmal um und spiert Janela durch die Glasscheibe. Ja, das war, aber und dann halt der Blick noch von ihm, ne? Und dann bleibt auch alles ruhig. Es gibt keinen, das fand ich sehr stark. Es gibt keinen Beatdown, kein Massenbrawl oder irgendwie sowas halt. Es gibt tatsächlich diese vier Notorious, sage ich mal, Incorporated und dann das ganze andere Roster irgendwie ganz, ganz starker. Ich habe es auch leider nicht verstanden. Ganz, ganz starker Stare-Down zwischen Danny Havoc und Matt Tremont dann doch mal durch das Spalier sozusagen die Halle verlassen muss. Er sagt dann noch irgendwas zu ihm. Ich habe sowas verstanden wie irgendwie jederzeit, überall, wo du willst. Aber so genau verstanden habe ich leider nicht, was Danny Havoc zu ihm gesagt hat. Das ist dann leider echt so ein bisschen, wirklich der große Nachteil, so ein bisschen an dem Stream und was da Konvention ist. Die Verständlichkeit ist für uns nicht Native Speaker. Ich finde es nicht leicht. Ja, zum Teil halt auch schlechte Soundqualität, das ist halt Ja. Indie. Ne? Da merkt man halt wieder, dass es Indie ist.
Aber Combat Zone ist momentan, finde ich, auf einem sehr guten Weg. Das Problem auch in den Griff bekommen zu können. Also wenn sie das konsequent, was sie bei dieser Show jetzt gezeigt haben, wenn sie das konsequent weiterführen, dann sind sie auf einem guten Weg. Sebastian, hast du auch noch was zum Cage of Deathmatch? Ja, ich musste an TNA-Lockdown-Matches denken. Zum Irgendwie. Teil, ja. Das Ja. war irgendwie. Also wirklich, das war ja. Also es klang wohl nach Wargames, aber es war halt wirklich TNA-Lockdown mit zwei Teams, mit einem Captain, der anfängt und dann kommt Ja, halt. ja. Hab ich gesagt, der Captain kommt zum Schluss und dann. Oder. Unterschiedlich jedenfalls kommt dann einer rein und. Also entweder. Also Elimination Chamber war es nicht, da waren ohne Teams. Aber hier war es eindeutig TNA-Lockdown mit diesen ganzen Waffen natürlich drumherum. Vielleicht auch vom Cage of Death damit unterstützt, aber es wirkt auch so ein bisschen so danach, weil es war auch etwas zu lang, glaube ich, für meinen Geschmack. Da waren einige Längen drin. Ja, das ging fast nach über, Jetzt. also es ging über eine halbe Stunde, das Ja. Cage of Death Match. Ich glaube, eins um einen sogar fast eine Dreiviertelstunde, glaube ich. Vom Ja. Anfang bis zum kompletten. Der Event ging sowieso sehr lange. Normalerweise Standard ist ja 3 Stunden und hier haben wir 3 Stunden und Ja, 40 du hast. Minuten. Man, nee, das ist schon für Cage of Death geht schon an die 4 Stunden immer eigentlich. Okay. Das ist schon eigentlich die Länge. Ich fand ihn eher dafür relativ kurz und fand ihn auch relativ gut zu gucken auch. Ja, super Stichwort. Können wir langsam zum Fazit und zu den Punkten, zur Bewertung kommen? Ich würde Würde sagen, ich mal ja. sagen, ne? Ja. Go. Ja, und diesmal Sebastian, go first. Ui, Fazit, Fazit, Fazit. Also ich fand es sehr über sehr überraschende Veranstaltung. Also im positiven Sinne, weil es wurde jedenfalls viel, sehr viel Wrestling geboten. Sehr viel gutes Wrestling auch auf jeden Fall. Die letzten zwei Matches und auch das Cage of Death war dann vielleicht bei so einer Veranstaltung, wo man auf einmal quasi mit so viel Wrestling und dann kommt auf einmal das Dash mit rein, das ist so ein bisschen so gesprungen wie ins kalte Wasser, es war vielleicht gewöhnungsbedürftig, hat aber noch funktioniert, aber ich muss jetzt sagen, also Shane Strickland und Desmond Xavier war das Highlight des Abends, danach kommt natürlich dann Leo Rush und Sami Callihan, also diese beiden Matches kann man Leuten auch zeigen, die von CZW bis nur denken, oh, das ist nur gewalttätig, also das kann auch zeigen, dass hier auch extrem gutes Wrestling gezeigt werden kann. Also punkttechnisch würde ich sagen, was habe ich denn? 7,5 von 10. Weil das am Ende mit den Deathmatches, das war doch etwas zu lang und das war. Gibt ein paar Abzüge in der B-Note. Tja. Ne? Okay, Jens. Tja. Wie gesagt, die Show ließ sich wirklich gut gucken. Also ich fand, das konnte die wirklich fast in wenigen Sessions durchgucken. Ich kann mir auch, hätte mir auch vorstellen können, die, wenn ich Zeit gehabt hätte, mir die komplett anzusehen. Die Matches waren alle sehr kurzweilig. Also mich hat keins irgendwie genervt. Ich fand Homicide versus Greg Axelrod fand ich am schwächsten. Hatte auch die geringste Bedeutung von allen. War vielleicht am ehesten so ein Füller-Match, aber auch nicht zu lang und man konnte es trotzdem gucken so. Also es hat mich jetzt trotzdem nicht, ich hatte jetzt trotzdem nicht das Wahnsinnsbedürfnis, irgendwie das jetzt zu skippen, irgendwie das Match. Von daher war das auch okay. Ich bleibe eher bei 6,5 Punkten. 6,5. Ja, das ist für mich so. Also verglichen wieder mit älteren Shows ist auf jeden Fall das Ganze viel moderner geworden. Es ist nicht mehr so die Outlaw, Hillbilly, White Trash. White Trash-Orgie, die es Ja. früher mal gewesen ist, die ich aber auch sehr gut finde eigentlich, also die ich jetzt auch nicht missen möchte. Ich fand es wirklich sehr, sehr gimmicklassig ist es mittlerweile. Ich meine, wir hatten diese Gimmicks auch. Ich meine, Sick Nick Mondo war ja auch ein Gimmick, wenn du so willst und so halt. Aber das waren natürlich alles immer so Gimmicks, die alle so irgendwie auf der gleichen Schiene landen. Jetzt haben wir halt, wir haben diesen Alexander James, wir haben diesen Arling, wir haben
Ein Voodoo-Priester. Wir haben einen Voodoo-Priester, wir haben natürlich einen verrückten Sammy Callihan, dann haben wir diesen lila, wie heißt der nochmal, diesen lila Klamotten, The diesen. Dub Boys. Die auch, ja. Nee, es gibt da diesen einen Singles-Wrestler, der auch relativ krass geschminkt ist, so mit so lila Klamotten, ich komme gerade nicht auf den Namen. Also das ist im Vergleich zu früher, muss man fast sagen, irgendwie schon sehr, sehr Sports-Entertainment-lastig geworden. Natürlich, für jemand, der WWE guckt, wird sich sagen, was, wie, wo. Die Storylines sind trotzdem natürlich gerne mal eben so auch rausgehauen ohne längerfristige Planung. Und das ist wahrscheinlich aber auch gar nicht anders möglich, weil man natürlich auch keinen immer festen Roster hat, obwohl es bei der Kombination schon relativ konstant ist. Einmal das und du hast keine richtigen TV-Schedules, ne? Du hast eben keine genaue TV-Schedule, du hast halt einfach nichts, wo du die halt richtig vorbereiten kannst. Die Storylines, dafür geben sich halt schon wirklich viel Mühe, die Videoeinspielung und so. Das ist schon echt ganz toll. Und auch diese Segmente da mit der Vorstellung von dem Maxwell Feinstein war auch gut. Ich finde, das sind auch so, die stören gar nicht, diese Sports-Elemente, die Sports-Entertainment-Elemente, die kommen auch echt ganz gut. Ein bisschen Glitter und Glamour schadet, finde ich, der Kombination überhaupt nicht. Für mich muss irgendwie dann dieses Alter Violence, finde ich, bei der Combat-Zone muss dann einfach kommen, weil sonst ist es halt nicht die Combat-Zone. Und häufig ist dann doch schon so, dass dann so ein Ultra Violence Match dann doch immer wieder immer wieder auf so einen Moment wartet, wo man dann sich denkt, oh wow, ah. Und irgendwie liefert das die Combat-Zone halt dann doch schon immer. Aber im Vergleich zu allen anderen Cage of Death, die ich gesehen habe, ich habe auf jeden Fall nicht so viel gesehen wie TOTS. Aber denke ich, ist das mit 6,5 echt gut bedient. Und wahrscheinlich wird jemand, das wahrscheinlich sogar, der die Kombination nicht kennt, wahrscheinlich sogar höher bewerten, als ich es tue. Super, super Überleitung, Jens. Dankeschön. Genau. Es ist auch so. Ich bin jemand, der mit der Combat Zone überhaupt nicht so vertraut ist. Ja, ich habe ein bisschen versucht, ein bisschen Hausaufgaben zu machen, wo wir jetzt über Tournament of Death und jetzt auch über Cage of Death gesprochen haben. Habe mich ein kleines bisschen schlau gemacht. Und natürlich, ich habe natürlich auch noch ein Privatleben. Es geht natürlich nicht so, wie es gerne hätte. Aber naja, ein paar Sachen habe ich aufgeschnappt. Und ich muss jetzt diesen Event als Ich sehe so, versuche, wenn ich nicht vertraut bin mit der Materie, ein Event als eine Art Werbung für Neufans zu sehen. Ja, und dieser Event, ja, hat das für mich in vollem, absolut vollem Umfang geschafft. Ja, ich möchte diesen Event wärmstens an Leute empfehlen, die nicht mit der Combat Zone vertraut sind. Guckt euch das an. Es macht einen Riesenspaß, der ganze Event. Es ist wirklich für alle was dabei. Ja, also fast wirklich jeder Wrestling-Geschmack wird bedient an einem Abend. Ja, und das ist große, große Kunst. Ja. Auch für die ganz harte Gangart wurde gesorgt. Es gab spektakuläre, echt fiese, splatterige Spots. Es gab wunderschönes Flip-Flap, Flip-Flippy-Scheiß-Wrestling. Es gab klassische, coole Heels und es gab verdammt geile Atmosphäre. Es gab Glamour, es gab unheimliche Wrestler. Leo Rush gegen Sami Callihan. Das war einfach, boah, das war für mich schon einer der Höhepunkte dieses Jahres, ja, es ist halt die zweite Show, die ich mir dieses Jahr angeguckt habe und wow, ja, das war einfach ganz, ganz großes Kino und ich gebe die höchste Wertung von uns dreien, ich gebe 8,5, Wow. was im Durchschnitt dann wieder dem Sebastian recht gibt mit seiner 7,5. Ja, ich habe auch mal geguckt. Ich glaube, bei Genickbruch wird sie sehr gut bewertet, auch, glaube ich, Ja. auch mit irgendwie 8, 8, 5 oder irgendwie sowas bei Cage Match. Genannt Gesamtnote, Schulnote 2. Und bei Cage Match haben wir eine Durchschnittswertung von 6,75.
Aber das passt euch auch früher bei Es gab aber allerdings nur 4 Stimmen, 4 Leute, die abgestimmt haben. Ja, aber das ist so, sage ich mal, irgendwie, es war ja, ich habe früher viel über Konventionen dann auch bei Cage Match dann auch diskutiert. Das waren ja dann auch immer nur 4, 5, 6 Leute, die das dann gemacht haben. Und da glaube ich, das deckt sich so mit dem Eindruck von damals, den ich auch habe. Von daher passt meine Wertung da ganz gut rein. Jetzt, nachdem was du gesagt hast, habe ich fast ein bisschen schlechtes Gewissen Nö, der nein, Konvention, ist. aber ich, nee, ich bin auch mit 6,5, ist halte ich für die richtige Wertung für mich persönlich. Ich finde das einfach alter Konventionshase wie du und Neuling treffen halt aufeinander und jeder sie nimmt das dann auch anders wahr und guckt das auch mit anderen Augen. Ne? Nee, ich finde Und das auch das toll. spiegelt Ich das schön rüber. Ne? finde das wirklich gut, weil ich mich ja gerade wieder echt mit meiner Lieblingsliga wieder richtig am Anfreunden bin. Finde ich das richtig gut, dass es das dann tatsächlich so von außen gesehen wird. Das finde ich Ja, und beeindruckend. ich kann dir halt nur sagen, mich hat's erwischt, ja, und ich werde mir die Scheiße weiter reinziehen. Also ich bin wirklich Cool. begeistert. Tournament of Death war natürlich klar. Ich fange auch noch mit dem Tournament of Death an, als jemand, der sich kaum mit der Combat Zone auskennt, ja. Aber okay, hätte ich mit dem Cage of Death mal angefangen und das war echt wow, das war super, das hat mich mega vom Hocker gehauen und ich kann das Ding nur wärmstens empfehlen. Also alles richtig gemacht, liebe Combat Zone. Ja, weiter so. Ja, sind wir durch für heute Abend, ne? Jo. Tja, Ja. was sagen? Hat noch irgendjemand von euch was er noch loswerden wollte zu diesem Event oder zur Combat Zone im Allgemeinen? Ja, vielleicht. Es gibt ja die CW Studios. Das ist quasi so ihre Streaming-Seite, wo man für $9,99 im Monat sich das abonnieren kann. Und dann kann man auch alle Veranstaltungen der CZW sehen und auch der WSU oder WSU. Inklusive ein paar Extras wie Podcasts und was. Also, wenn man also jetzt nachholt. Vor allem legal. Ja. Ist halt Ja, auch bei uns ich mit. bin dabei. Ich streame das ja irgendwie. Ich hatte vorher auch noch Highspot. Bei Highspot kannst du ja auch die Konvention gucken halt. Da hast du halt nicht ganz so viele Shows halt. Und auf der Konvention hast du irgendwie fehlen auch Shows. Also habe ich das auch schon mal gesehen und so weiter. Aber ich finde das gut und bin da eigentlich ganz zufrieden mit und ich werde das auch noch eine Weile jetzt, glaube ich, laufen lassen. Also ich habe da auch echt Bock drauf, da mir die alten Shows und so. Also jetzt, wo man das gerade alles mal sehen kann, nicht mal so wie das früher sich das so schwerlich irgendwie immer irgendwo Importieren mussten, besorgen, da DVD. importieren und dann gehen die dann doch nicht DVDs oder irgendwas und dann, oh, oder gehen in der Mitte in den Arsch oder irgendwie sowas, ist was drauf und so, dann ist es doch jetzt schon echt wahnsinnig komfortabel. Ja, und generell nochmal an unser WTR Multiversum gerichtet. Wir freuen uns, wenn ihr das, wo immer ihr das auch jetzt zu hören bekommt, sei es über YouTube oder über unsere Seite oder halt auch im Facebook. Wir freuen uns, wenn ihr das bewertet, wenn das hier ein wenig Anklang gefunden hat bei euch. Ja, und ja, Jens darf sich verabschieden. Ja, also vielen Dank für alle, die sich das auf jeden Fall anhören und würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn Leute dabei Spaß haben. Mir hat es wieder unglaublich viel Spaß gemacht hier in dieser Runde. Ich finde, wir sind ja echt ein ganz gutes Team. Vielleicht kommen wir wieder zusammen. Die nächste Show wäre wahrscheinlich Best of the Best, die sich vielleicht sogar anbieten würde halt. Dann kommen wir zum fast auch noch zum Turnier-Wrestling, was die Konvention zu bieten hätte. Und ja, wie gesagt, mir hat es voll Spaß gemacht. Ich bin jetzt auch recht müde. Ich Und gehe auch. mit einem guten Gefühl ins Bett und ich hoffe, allen geht's gut und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Gute Sebastian. Nacht. Genau. Ich hoffe, dass wir uns vielleicht wiederhören, ihr Spaß hat und ja, bessere sich ja dann quasi anbieten. So, und wenn sich das hier schon so rauskristallisiert, dann verspreche ich euch hiermit, hier und jetzt, lieber Jens und lieber Sebastian. Ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt jetzt diese Awakening-Show, vielleicht nicht unbedingt, aber Best of the Best hört sich gut an. Nehmen wir uns vor. Dann sage ich hiermit zu, dass wir drei auch wieder dieses Jahr auf jeden Fall und auch in den nächsten 3, 4 Monaten wieder über die Combat Zone sprechen. Wunderbar, dann hätten wir auch die Konvention-Trilogie im Prinzip abgeschlossen.
Ja, Das ist ja im Prinzip, sind ja im Prinzip, Trilogie klingt immer gut. Es sind diese drei Shows einfach. Best of the Best ist die erste. Tournament of Death und im Cage of Death hört es auf. geil. Ja, machen wir doch so. Und liebe Leute da draußen, in diesem Sinne, einen wunderschönen Abend noch zusammen und träumt schön von Ultraviolence.